Also. Nö, ich hab auf Screen willkommen geguckt. Zur Mission Scholars Mate 1. Wir haben heute den Auftrag, einen im Schlamm stecken gebliebenen feindlichen Konvoi ausfindig zu machen und entweder das Führungsfahrzeug dieses Konvois zu sichern und abzuführen oder alles, was an Intel dort vorhanden ist, zu sichern und den Konvoi per Sprengladung zu zerstören. Dazu werden wir gleich als erstes den Resupply aufnehmen. Der ist bereits angeliefert worden, soweit ich das verstanden habe. Wir werden gemeinsam verlegen bis zur Blocking-Position Charlie 1 und haben dort den Auftrag, anrückenden Feind über von Nord an der LOC November aufzuhalten und als Reserve für die anderen beiden Platoons zu dienen. Able 3 wird dabei unser Zentrum decken, auch die AT-Kapazitäten stellen, falls sich mechanisierter Feind dort befindet. Able 1 wird sich um Objective Kilo, also das Ausfindigmachen des Konvois, kümmern. Supply steht uns heute alles zur Verfügung, was wir brauchen. Ich habe doppelte Menge gemäß Ace Report bestellt, das heißt, es sollte auf jeden Fall was übrig bleiben. Able 1 hat, glaube ich, auch noch Bedarf an Gurten fürs M249 von uns. Da müssen wir also gucken, dass wir die nicht ganz leer machen. Ansonsten steht uns da frei, alles soweit zu nutzen. Achtet diesmal auch darauf, dass jedes Squad genug abbekommt. Nicht wie beim letzten Mal, dass ein Squad am Ende keine Ausrüstung kriegt, weil alles weg ist. Das wollen wir vermeiden. Roots of Engagement, wir werden bis zu Faceline Bravo Feuer frei haben. Also alles, was uns da über den Weg stolpert, werden wir bekämpfen. Und ab Faceline Bravo, wenn sich Able 1 dann Richtung Objective Kilo bewegt, müssen wir gerade Richtung West aufpassen, wohin wir feuern. Und auch Richtung Südost wird sich, Südwest wird sich Able 3 aufhalten und uns da die westliche Flanke decken. Östlich von uns wird sich die BOGEF aufhalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, die werden den Feind hoffentlich an der Ostflanke binden. Falls es nicht funktioniert, dafür sind wir an der Ostflanke und sollen den Feind dann aufhalten. Fragen dazu? Ja, Frage. Ja. Wenn die Boga-Typen das nicht hinkriegen, werden wir informiert, wenn wir mit Kontakten aus der Ecke rechnen müssen? Hoffentlich. Okay. Potenziell werden wir es merken, wenn der Feind auf uns schießt. Ich werde aber noch mal gucken, ob wir da seitens der BOGEF irgendwie eine Information bekommen. Okay, dann, ja. Bis Faceline Bravo Feuer frei und ab dann? Und ab dann Feuer frei verkannten Feind. Also halt nicht mehr nicht einfach in alle Richtungen rumballern, sondern achtet auf euer Feuer. So war die Ansage von Zero, gibt's auch nur weiter. Also im Prinzip waren wir weiterhin feuerfrei, wir sollen halt nur gucken, dass wir nicht Richtung Südwest und Richtung West schießen. So wie immer, verstanden. So wie immer, genau. Also ich habe, glaube ich, noch nie was anderes befohlen als, also seid euch sicher, auf was ihr schießt und schießt. Frage? Ja. Gibt's Wasser am Resupply oder nur von oben? Wenn du lange genug den Mund aufmachst, kannst du auch Wasser kriegen. Für doofe Antworten bin ich doch hier verantwortlich. Der Platoon-Sergeant. Du hast gerade eine doofe Frage gestellt. Nein. Für die ziemlich gut. Gibt's Wasser oder nicht? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay, also brauchen wir nicht suchen. Danke. Gut, nicht, dass sie ein Fass herbringen werden. Weitere Fragen? Gut, Elo, hast du schon irgendwas wegen Supply gehört? Netz geschrieben, vielen Dank. Orientiere dich mal ganz grob Richtung Norden. Wann wir da ran dürfen, wann er da ist und so weiter und so fort. Ich sehe Zero schon an unserem Resupply Point stehen. Der krabbelt bestimmt schon an unseren Kisten. Der startet mal komplett das System. Runter von der Karte hier? Der RD ist gerade auf Verkehr. Bin da. Alle runter. Ah, hi. Kein Strich. Sotz für 3, sobald der beim Resupply fertig ist, die Zigaretten aus. Resupply wird gleich freigegeben und Wasser gibt es nicht. Ja, haben wir gedacht. Gut, dann fasst euch nochmal in den Squads an, bis zum bis zur Resupply-Freigabe. Ruhe! Ruhe! Ruhe!
schönen herbstlichen Grund hier. Begibt sich gleich mal zum HQ Supply, nimmt dort eine Sprengladung auf und verteilt die in seinem Squad. Ich gehe noch Prostituten. Auch ist auch nicht schlimm auf einem Hund. Eine Sprengladung. Okay, Knuti, ich habe dir jetzt noch 50 Hacking mitgenommen. Viel. Splinte könnte ich noch mitnehmen. Frage auch den Zünder dazu oder nur die Sprengladung? 2000er und 4500er. Splinter Rico, 8 Stück am Mann. Und 3 gute habe ich übrigens auch noch. Alles Paketen. Also, was brauchst du? Eine Sprengladung oder habe ich das richtig gehört? Eine pro Squad. Ja, ich habe eine und eine Zünder, das passt das. Elastisch habe ich für dich dabei. Alpha mit. Wie gesagt, geil wäre, wenn du dann auf jeden Fall noch Moneybox 2 für mich mit dem Notfall mitnehmen könntest. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, ich habe selbst noch nur dabei, die habe ich eigentlich nie. Entschuldigung, ach fuck. Nehme für dich nur ein paar Elastisch. Lukas für Grau. Bärchen? Ja. Salina? Ich bin beim Edge. Hab alles. Du brauchst nix? Ich hab noch vom letzten Mal. Wir hatten da noch eine Medikiste am ganzen Schluss gekriegt. Ja, okay. Also dann Fragen, aber ich brauche nicht. Okay, gut. Ne, brauchst du nicht. Ich hab, warte mal, was hab ich denn alles? Jo, ist klar, ich hab 5 Liter, ich noch 1000er und nochmal 6,5 Liter. Danke, hab ich. Okay. Ich nehm trotzdem eins mit. Gerne. Ja, also Ersatz, Jay, gerne. Hier ist Bommel, ich bin fertig. Alpha Bravo. M3 Resupply sollte es wieder im HQ geben. So, ich stehe vor dir. Kann ich mal grad was sagen, bitte? Jo, check, check. Wenn ihr durch seid, wir sammeln uns südlich. Dort findet ihr den Deck, so meine Wenigkeit. Okay. Chief, ich bin fertig. Gut, check. Alles klar, Baum, dann wart hier erstmal. Ah, ne, ja genau, wart hier erstmal. Ich muss noch was fürs aus dem HQ abholen. Bin direkt hinter dir. Ja, ich hab auch nichts. Ja, ich hab mich mal hier auf Hummel. So. 20 Splittergranaten sollten reichen. Also sollte sich alles heute in so einem gewissen Rahmen abspielen. Ich hab 3 Liter Salinen dabei. 3 Liter ist ja schon bei uns fast Minimum. Morbe, schaut's bei dir aus? Mission war immer sehr haarig. Okay, dann treffen wir uns. Im Resupply-Punkt Richtung 180, da wo das der Rest steht. Dann glaube ich noch ein bisschen was mitnehmen. Aber ich bin langsam. Gibt es denn irgendwo 5,56 Gürtel? Ja. Kurze Frage, hat einer hier einen C-Tab und kann mir sagen, wo unser HQ ist? Das Dreibein ablegen, das ist so schwer. Ja, folge mir. Die Straße runter. Danke. Du kriegst es nicht weiter mit, ne, oder? Warte mal. Herr Fahrer, wo steht ihr? Ich hab 44 Kilo. Ich tausche beiden da. Geh mal südlich. Da ist so ein großer alter Baum, der ist abgebrannt. Okay. Ich hab gar kein Dreibein. Wieso hab ich kein Dreibein? Okay, wir gehen schon mal zum Marker. Leg mal ab, dein Dreibein. So, alle da? Soll ich das im Rucksack tun? Ich nehme mich mal auf. So, soll ich das im Team in den Rucksack tun? Du bist nicht zu verstehen. Mach mal laut. So, da soll ich dir das im Rucksack tun? Ja, da sind wir wieder. Tu es einfach auf den Boden. Ja, schön. Jeder Squad mindestens eine Sprengladung mitführt, könnt ihr schon mal nach Nord auf euren Marker verlegen. Bringst du mir 2 mit? Ne, ich hab einfach mein Profis eine. Rock von Manuel. Ja, hört. Ready to rumble. Right, right. Dann auch südlich für dich, der tote Baum. Ja, ich stehe schon bei Deadshot und Co. Alpha, seid ihr da? Ja, toller. Ja. Baum. Okay, wir laufen wir schon auf mit Marker mit Richtung 265. 265. Okay. 1. Wieder da, wieder da. Oh. Und die Waffe. Felsenwaffe. Alle da?
Waffe in die Hand nehmen. Max, warte, ich bin dran. Muss noch repacken, so die Scheiße. Ja. Es geht. Wo geht? 3 geht. 4 geht, Trupp geht. Dex, sollen wir nach rechts rüber gehen auf die Straßenseite? Jo, Bravo, rechte Seite, Alpha links. Klar, wir drehen rechts ab, gehen dort in Sicherung. Eine Höhe, genau. Warte, ich gebe, gibt einen Stein hier. Wo sind Leute? Ich nehme den hier drüben, alles gut. Sind vor mir aber auch Leute, also wir haben ja vor uns welche, ne? Big. Ja, also wie gesagt, es wird jetzt erstmal, wir sind gerade bloß in Warteposition halt, so. Werden uns demnächst weiter bewegen. Nimmst du ja den Stein erstmal und hältst du drauf ab. Okay. Somit. Okay. Du bist recht leise. Also Mauer ist nicht so in Charge, weil wenn ich halt bestätigen. Muss, dann ist das als Zeus nicht so wild. Genau. Ja. Ich bin nächste und Wetter nächste oder seine Laufstrecke? Tja. Ich bin nächste Woche. Grau, kannst du mal bitte gucken, warum du so leise bist? Jetzt besser? Jetzt ist ja. Es super. Nice! Dann sucht euch mal ein Bäumchen oder ein Steinchen und legt euch drunter. Unter den Stein? Das war uns dran oder wie? Ich soll zwischen euch und 2-1 bleiben. Das wollte ich ja eigentlich heute holen. Okay. Oh, wir haben Grauen im Sandwich. Na? Also, wenn wir einen Graben brauchen, weiß ich, wen ich frage. Ist da dann Klappspaten bei? Für die gute alte Zeit. Ja, der Klappstuhl braucht einen Klappspaten, deswegen. Klappspaten, ich glaube auch. Irgendwann werde ich das Ding noch wieder wegschmeißen. Wahrscheinlich der Klappspaten, das ist doch ein Problem. Obwohl noch nicht alle da sind. Toll, wir bekommen wieder die auf fast Freifläche, geil, Alter. Das macht doch Spaß. Ja. Wo ist eigentlich das scheiß Wetter hierher? Ich war's diesmal nicht. Warum ist nicht so, da sind wir. Harry sitzt hier rechts am Felsen, ganz an der Seite. Du hast mit Sicherheit nicht wieder gegessen. Doch, habe ich. Ja, bis bei Girls Medic eventuell theoretisch ja eh nochmal hätte im Rücken quatschen. Wenn ihr jetzt noch irgendwas aufmacht. Habt ihr Rauch mitgenommen? Check. Eine, check. Somit. Ich hab 2 weiß. 2 weiß. Geht der Infokampf schon mal durch, wir werden im Bound den Overwatch vorrücken. Warten jetzt bloß noch auf das Go von Dex. Ja, also stell euch mal ein, den Bereich, den wir gleich betreten werden, lückenhaft. Sieht aus wie ein paar Bäume, die dort vor Ort sind, Buschwerk. Ich erhoffe mir nicht allzu viel Deckung, mal gucken, was wir da haben. Notfalls versucht mit, also mit 1-2 Rauch uns aus der Affäre zu ziehen. Wir stellen es auf. Wer hatte bloß die eine Smoke dabei? Das war ich, Manuel. Manuel, okay, pass auf. Deine Smoke ist die letzte Smoke, die wir rausschmeißen. Wenn was sein sollte. Ja, okay. Ja, Alpha bleibt so. Links von der Straße. Er kommt dann bei mir rechts, machen wir schön einen Pfeil hier und dann.
Welche Ecke kommst du zu uns rüber? Ja, ich habe gerade geguckt, wie viele Rauch ich eigentlich habe. Aber es sind zwei. Sind zwei, okay. Ja, wir sehen den Smoke, soll der wohl hinkommen. Ja. Sobald wir da vorne sind, bin ich dich am Anfang zwischen 2-2 und 2-3. Also jetzt zwischen 2-2 und 2-3? Nein, nein, nachher. Sobald wir da vorne sind. Genau. Nach der Pose 2-3, genau. Genau, okay. Zwischen 2-2 und 2-3. Und sobald wir vorne an der Blocking Position sind, sucht die Leute eine schöne Stelle für Feuer. Also, ne? Am besten relativ zentral bei der Straße, ein bisschen erhöht. Vielleicht die Hügel 19 bei C1. Darunter irgendwie so da. Oder 20. Beginn, Squad Column. Oh. Okay. Moment. Machen wir so. Ja, hatte kurz Zeit. Irgendwie hier so, im Bereich oder halt links von der Straße, was für euch besser dann ist. Okay. Okay? Ja, machen wir. Wunderbar. Dexter, willst du dann vorgehen? Die Straße vor, oder wahrscheinlich? Du, wir sind Schlusslicht. Wir laufen einfach hinterher. Okay. Bis auf 2-3 Marker und von da aus fächern wir auf. Alles klar. Okay. Ebe 2 marschiert. Achtung, Breyerhardt, geht gleich los. Wir gehen im Setup-Column. Ne, Squad-Column. Ah, valider Punkt. Vor die möchte nicht auf Straße laufen. Er läuft lieber unter Bewuchs. Tut er wieder Minen oder was? Und das ist jetzt von 2-7 so freigegeben. Das heißt, wir hängen uns einfach ran. Auf geht's. Gut auf. Wir gehen im Staggered Column. Soll ich sagen, 2 geht, auch wenn du nichts sagst, oder wie willst du es haben? Ja, wäre ganz cool, wenn ich das mal vergesse mit der 1 und so. Check, 2 geht. 3 geht. 4 geht, Druck geht. Ja, bravo geht. Check. Alpha hält, wir machen kurz Pause. Und weiter. Alpha geht. Ausschreiben. Und das Gebäude. Geht. 3 geht. 4 geht, Druck geht. Ja gut, das wird schon auf Schrägen laufen. Ach nee, ja, aber mein, das zieht ja gar nicht mehr so viel, ne? Alpha Bravo, Information von 2-7 an Faceline, wenn wir uns schon bereit aufstellen. Wir also eher nördlich orientiert. Der überschreitende Faceline wird auch viel geschehen. Wenn wir im Bounding auf unsere Position vorrücken, gehe ich nochmal genau darauf ein, wenn es soweit ist. Nee. Gut, wir reichen jetzt gleich unsere Faceline. Dort werden wir uns absplittern und nach Norden weiter durchmarschieren, um uns dann breit aufzustellen Richtung Kampflinie. Die Faceline wird nicht übertreten, das heißt, wenn wir uns gleich breit schmieren, auf eine Schaurichtung, schau, dass du hinter mir bleibst, weil dann kommen wir nicht über die Faceline rüber. Zum Bounding Overwatch, denn was denn nochmal genau was denn? Also ich gehe mal auf die nördliche Straßenseite.
Weil es jetzt schon höher. Wo ist er denn? 6? Sollten wir jetzt hier sitzen bleiben? Wie viel Platz hast du im Rucksack? Das ist ja ein bisschen offen hier. Ja, ich weiß. Dex prüft gerade noch, wie wir weiter vorrücken. Dann, weil da vorne, ist es dann relativ ja, Dex prüft gerade nochmal, ich habe angefragt, weil jetzt sitzen wir gerade hinter 2-2. Und eigentlich sollen wir ein bisschen weiter nach Norden noch, genau da, wo die schöne Freifläche ist, mit den großen Bäumen und so weiter. Da wollten wir eigentlich hin. Ich meine, der ist gerade schon über die Straße wieder Richtung 300 gerannt. Bin mir aber nicht sicher, sehen alle gleich aus. Wir halten hier erstmal. Ja, okay. Alpha, wir bleiben hier. Ja. 2-1 kann sich komplett Richtung Nord orientieren. Komplett Sicherungsrichtung Nord. Wir sichern komplett nach Norden jetzt erstmal von der Straße aus. Wird eine schöne Position. Darf die Straße überquert werden? Ja, ich guck gerade. Ja, hier vorne hast du einen Stein und so, kannst du mit herkommen. Copy. Deadshot? Ja. Beste Position hier, Baum. Und Sicherung dann Richtung 340. Ja, das ist Check. Dann kann Manuel direkt nach Norden irgendwie wegsichern. Bärchen, für dich 040. Mhm, 040 Check. Sehr gut, Rocky. Stellung passt, sehr gut. Ich geh mal hier weiter rechts. Sollten wir jetzt schon, oder solltet ihr jetzt schon irgendwie Feind erkennen, bevor ihr wirklich feuert, macht nochmal bei mir die Meldung mit Richtung, dass ich das gleich schon mal weitergeben kann, weil mit das wäre jetzt hier unseren Aufbaueffekt irgendwie rausnehmen und zuvor in Kontakt treten. Check. 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 Kurzes Update für euch, das dritte hat jetzt schon Faceline Alpha überschritten, bewegen sich auf die Area zu. Blau eingekreiste Area, die eben in der Opor drin ist. Ich gucke das Ganze nochmal, genau, wir haben unser Marker aktuell auf einer Anhöhe, ist Richtung Nordwesten gelegen. Richtung 3-3-6 Grad, ca. 200 Meter. Wir werden dann wahrscheinlich raubmartig vorrücken, diesen Bereich halt hin. Unsere primäre Aufgabe wird dann sein, wenn wir diese Anhöhe erreicht haben, schauen wir, dass wir uns so ausrichten, dass wir den Bereich Nord-Nordwesten absichern. Also im Spitzwinkel halt. Das Alpha-Team dann gleich dabei. So, das ist Alpha-Team. Sich dann auch Richtung West, Nordwest ausrichten kann. Genau, und Information noch nach, Able 3 ist tick. Okay, Bravo, es geht los. Wir gehen geschlossen als Squad im Marsch, Marsch. Wir werden gesichert durch 2-3 und 2-4. Ah, bravo, Oscar Mike. Zwei geht. Drei geht. Vier geht, geht. Jetzt wollte ich es noch gerade sagen. War ich mir nicht sicher. Ja, nee, ist alles gut. Ich hab's gerade noch dann gedacht, achso, du bist ja auf Funken.
Aber deswegen schreie ich meistens halt, damit dann, damit es vielleicht mitbekommt und wo ich hinlaufe denn. Oha, da knattert das ganz schön. Aber wir weichen einen Tick nach links aus, sonst laufen wir in Bravo rein. Vor Berganhöhe nehmen wir mal das Gewehr in die Hand, weil wir wissen nicht, was dahinter ist. Bobby. Check. Steine oben drin. Ja, ich bin bloß ein Ticken ausgewichen, ich wollte jetzt in den Bravo reinlaufen. Ja, ja, ist richtig, alles gut. Nicht gerade geil. Ja. Nicht gerade geil. Mhm. Ich hätte jetzt den Sierra vor uns genommen. 305? Alpha 305? Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt so weit vorrücken sollten. Wo laufen die lang, da lang? Wir halten mal kurz den Notfall, ziehen wir gleich mal nach. Okay, da wo die eben gerade waren, da bewegen wir uns einfach mal hin und gucken, ob wir da eine gute Position bekommen. Also Richtung 319, 1 geht. Wo geht? 3 geht. 4 geht, Trupp geht. Hört von. Ja, ich nehme mal die, immer die Position, wo einfach gerade rumgetingelt ist, halt so, damit wir uns nicht tun. Ja, das verletzt sich hier alles gleich. Wir sind halt so. Warte mal kurz hier, geht mal bitte mal eine Position, ich schau mal, ob wir da irgendwo rüber erlenken können. 6, was ist unsere Hauptsicherungsrichtung? 2-1 Bravo. Hauptsicherungsrichtung ist Nordwesten. Ja, Frage, wie weit darf ich mich wegschieben? Also ich wäre auch nicht zu weit, aber irgendwie ich hab keine Position gerade mit meinem Team sonst. Ja, wir sind hier mit Alpha auf ein bisschen am Arsch, wir gucken mal. Kannst du hier arbeiten? Hier ganz normal. Ja, geht. Also hier wäre in Ordnung. Ja, hier wäre gut. Okay. Alpha, hier ist glaube ich nicht verkehrt, ne? Kommt mal auf meine Position hoch, ich baue mal hier schnell irgendwas. Also ich glaube, ich überlege mir noch mal ganz kurz, ob ich was baue, wegen Zeit. Aber hier steuert so eine schöne Position raus. Alles, was Richtung Nord, Nordwesten geht, ist nicht optimal, aber es muss gehen. Genau, machen wir uns hier mal irgendwie schön. Weg schmeckt, wollen wir hier mit graben? Haben wir so viel Zeit oder eher nicht? Hier vorne an den Stein. Da ist es schon zu weit vorne. Genau, Bravo ist rechts von uns. Ja, leg dich da hin, pass. Da kannst du das Tal runtersichern. Beschuss! Links von uns, links von uns. 265270. Lass euch bitte zurückfallen, das geht keine Verletzung bei zum Anfang. Mann auf dem, was darauf wirken kann. Status. 4 grün. 2 gelb. Was ist das? Ein G, oder? Oder ein Schütze? Der Typ hängt hinter einer Barrikade hier, ne? Ja. Wir weichen aus Richtung Ost, ausweichen Richtung Ost. Ich kann gerade nichts sehen. Stimme, hier mir nach, Stimme, hier hinten bin ich, Stimme. Ja, ich kann wieder, Kapi. Ja, Stimme, wird geil. Status nochmal. 2 gelb, habe ich Zeit mich zu verbinden, ist Brust. Ja, mach. 3 grün. Alpha liegt schon.
Nein, echt, Alpha? Alpha für 2-1. Nimm mal die Waffe wieder Alpha in die Hand, zurückfallen ich lassen, Alpha auf Ost zurückfallen. Ich hab, ich hab schon Pass. Alpha. Danke. Manuel ist wieder Manuel ist wieder Jason. Danke. Ich hab ihn. Wo ist er? Jetzt kommen wir hier. Wisst ihr, welche Richtung das war? Richtung 230. Welchen bereit dann? Ich hab Jason. Check. 230 Copy. Ja, ich pass auf. Okay. Habt ihr ihn auf? Ich hab ihn, check, check, check. Okay, los. Geronimo. Ich bin vorne am Stein und hab Sperrfeuer gegeben. Meldung von 2, ich bin vorne am Stein, wo ihr gerade Jason aufgenommen habt und gebt da Sperrfeuer. Soll ich mich zurückziehen? Komm auf meine Position zurück und dann vom Stein aus Richtung Nord. Achso, nevermind, bleib da, alles gut. Achtung, Incoming war feindlich. Mach dir am besten schön klein hinter der Deckung hier irgendwie. Ja, komm, Mo. Ja, wie geil auch, ey. Ein paar Meter vor, knatterdatt. Macht nicht so weit hier, ne? Nicht, dass der nächste liegt. Jo. Ja, leg dich da hin, hat er gesagt. Der Marinemann macht Witze. Ja, hört, komm. 2-1 hört. Ja, ich habe Stellung, zumindest den Typen habe ich gesehen. Irgendwie war es Richtung 3, 5, 6. I 5, 6? Ich dachte Richtung Westen war das fast. Ja, ich glaube, es war vom Bus meine Position noch steht, dass ich habe. Ja, ich schaue gerade nochmal. Vorne hat es eingeschlagen. 258. Liegt auf jeden Fall wer rum. So, ich mache immer noch CW-Arbeit. Da fliegen Tracer wieder rüber. Achtung. Rennt doch nicht alleine hier rum, da rennt doch nicht nur ein Soldat rum. Nee, es waren bestimmt 1-2 oder so, die so unterwegs waren, die saßen in der Stellung da auf jeden Fall. Oder es ziehen sich zurück wie so eine Vor. Ah, ja, ich verstehe schon, ja, kein Problem. Der Stream hört mit.
Ach, das ist so noch gut. Vorhut, meintest du. Vorhut. Ja. So, Rocky. Hier ist einer. Für dich zur Info. Mhm. Mo ist jetzt mit seinem Alpha noch mal ein Stück nach Norden gegangen. Ja. An Höhe 3-4 versucht da noch mal bessere Sicht auf Nord aufzubauen. Na, check. Na, ich weiß, vorne war es relativ bescheiden. Ja. Okay, Achtung! Lageinformation 2-7 aktuell, Oscar Mike mit 2-2. Eigene auf 2-6-0. Versuch 2-5-5. Straße, Bereich Charlie 1. Ja, wir werden in Kürze nachgezogen. Also. OP-optisch. Wir sind jetzt da, wo der Kadaver ist, ne? Ja. Mhm. Ja, okay. Ja, schon mal seelischen Beholstoff einstellen. Wir bewegen uns gleich demnächst weiter. Ja, das ist nicht gut, weil ich bin ja noch bei Jason am Machen. Ja, so viel Zeit haben wir noch. Bei Jason haben wir noch Zeit. Ja, ich weiß auch nicht, der hat einen ziemlich schweren Kopfschuss. Das dauert vielleicht ein bisschen länger als normal. So, ich gebe weiter. 1, Bravo. Ja, aber gut, Status hier zu Jason. Tachchen. So, Jason, ich hab dich wieder oben. Du hast doch einen sehr hohen Blutdruck und Puls. Ich versuch das mal ein bisschen zu medikamentieren. Ja. Entschuldigung, falscher Kanal. Und bei dir so? Ja, auch. Such dir mal eine schöne Stelle. Rockmeldung von Manuel. Ich bin ein bisschen weiter vorne an den Baum gerückt. Bist jetzt direkt vor dir sehen. Also müsstest du mich sehen können. Boah, geht nicht aus dem Augenblick. Kontakt! Richtung 280. Schütze, Einzelschütze. Ist wieder in der Stellung. Beziehungsweise irgendwo verschwunden. Ich sehe ihn nicht mehr. Ah, Meldung, Schütze ist hinter einer, ich weiß nicht was, ist ein Hügel oder irgendwas verschwunden. Jo. Ja, schon hat der Kunde die Biege gemacht mit dem Hügel weg. War nicht genau bestätigt, dass er komplett verschwunden ist. Er rückt nach vor, 2-3. Also, wenn die wahrscheinlich mit auf dem Schirm haben jetzt da. Und das war noch ein ganzes Stück rechts von denen. Ich habe halt in den Wald geguckt und das war so. Also die gehen jetzt genau auf ihn zu. Ja. Anscheinend bekommen wir gerade Feuer aus Position Alpha Nordost. Warum auch immer. Das ist ein eigener, der da kriegt. Noch ein eigener. Ja, die hab ich. Die sind jetzt. Kontakt zwischen den Bäumen, kurz vor unseren Leuten, also rechts. Ich kann noch feuern ohne Probleme, aber die kriechen jetzt genau drauf zu. Meld mich zurück. Ja, Meldung, die stehen jetzt auch. Meldung, die stehen jetzt auch in Kontakt mit dem einen Schützen. Ich sehe den leider nicht genau. Siehst du meine Tracer? Ja, ich sehe die. Dazwischen. Da wo jetzt der letzte rote Tracer hinging, da ungefähr hockt er. Ein bisschen höher. Rechts, der ist wieder da. Meldung 2 gelb. Ja, ich auch gelb.
Pärchen? Ja. Ich bin hier stuck mit Decks. Wir sind unter Beschuss aus Nordost irgendwie. Sind die ausgefallen? Ja. Ausgefallen? Rocky, oder? Nee, ich bin da, ich bin bei ihm. Dann Manuel. 1 minute 37 seconds later. Dick, 2-7-2-1. Naja, das machen wir vielleicht später. Ja, zur Kenntnis. Wir haben Beschuss vermutet aus Richtung Nordost, beziehungsweise aktuell nochmal Beschuss aus West gehabt. Ja, wir sind aktuell minus 2. Liegen bleiben wieder. Bitte. Das war, danke, das war deine CBR, die hat ihn wieder. Ja, ich bleib hocken. Rocky, hörst du mich? Manuel? Ja, laut und clear, ne? Ja, ich bin wieder da. Zur Info, ich saß hinter einem Baum und hatte Kontakt Richtung Straight 270, wurde dann allerdings beschossen von Nordwest irgendwo her und der hat mich erwischt. Oh nein. Ja, check, ich schau mir jetzt gerade mal mit dem Fernglas, ich habe jetzt nicht. Komm mal Richtung West. Welche, bin ich ready? Ja, ne? Ich checke nochmal kurz, oder? Weiter, ich seh dich schon. Ja, du bist zu weit. Danke. Ich habe dir was gegen die Schmerzen gegeben, aber das kann ein bisschen dauern. So. Mehr. Mehr, nichts mehr. Später vielleicht. Da komm nochmal in 5 Minuten, wenn es nicht besser geworden ist. Ich melde mich. Ja, aber es ist momentan aktuell minus 1. Herbert ist in den Stein gebackt. Wir versuchen ihn da wieder rauszukriegen. Das ist so ein Schaschte. Achtung, ja, hab ich so mit. Herbert, lebst du noch? Ja, geschossen worden. Okay, du bist. Wo ist denn Bock? Wenn ihr beide bei den Kopf so lange und so lange ihr noch nicht getroffen worden seid. Das ist wir sind jetzt soweit fertig hier. Rauch auf 280. Du bist ja schon wieder. Ja, Scharfschütze. Bombenlicht kläre. Der Rauch ist eigen. Ja, wir haben eigene Richtung, reicht eigene Richtung 265. Bock für Manuel, Frage, wo bist du? Ich stehe jetzt hier vor Bommel und Jason. Der steht genau hier hinter mir. Fertig. Hier bin ich. Okay, die Scharfschützen aufgeklärt. Ja, klar. Haben Sie ihn? Ja, aufgeklärt. Der Marker kommt gleich. Jason. Blick auf C-Tab, Marker abwarten, Bommel einweisen. Jetzt bist du gleich raus. So mit. Die richtige Richtung. Bommel. Wir kriegen hier gleich, wir kriegen, so, wir bleiben gleich noch hier einen Scharfschützenmarker. Wenn dann weise ich die an. Okay. Auch noch alles eigener Rauch bei uns dahin. Rauch ist eigener, ja, eigener, Rauch eigener. Eigen, ja. Der Wolski, oh, da hat's gerumst. Jetzt passt du kurz raus. Okay, Spacing. Dann leg dich mal hin. Incoming. Spacing. Nö, da komme ich ja gar nicht raus. Herbert, das bringt da auch nichts, wenn du crawlst, oder? Nee, eben auch schon versucht. Das ist halt. Hast du mit? Arma 2 Engine. Von meiner Position aus Richtung 298. Ja, also bitte, Sie wünschen. Kannst du mal den Herbert aus dem Stein da wieder rausholen? Der ist jetzt direkt vor mir. Ok, hast du eine Zuteilung für mich? Ich bin direkt hinter dir. Ja, wir warten noch mal kurz hier. Jetzt kümmert sich erstmal Bommel darum, dass der Scharfschütze rausgenommen wird. Der hat jetzt einen Marker bekommen. Also wir haben den ungefähr ausfindig gemacht. Wenn nicht wir, die anderen besser gesagt. Ja, Copy, okay. Also warte ich hier. Wir warten erstmal noch ein bisschen. Wir haben eine gute Senke hier. Okay, der Marker ist wirklich Scharfschützenmarker da oben. Jetzt mal gucken. Dex? Ja. Dex. Bommel sieht da Shit, der sieht gar nichts da oben. Der sieht nur Buschwerk und sonst gar nichts. Ich habe ihn eingewiesen, okay, auf den Marker, aber der sieht nothing. Ja, sonst hier links, rechts nochmal versuchen zu verbessern die Position. Ja. Wenn keine Aufklärung, dann ist das so, aber versuchen. Genau. Da vorne am Baum, da haben wir Beschuss reinbekommen. Da ist die eigene. Jetzt haben wir den Marker 300. 270. Ja, 270 sind eigene. Der Marker zieht sich jetzt auf 300 Bäume. Ich gehe mal Richtung Stein. 300. 300, da sind genau Bäume. Ja, alles klar. Okay. Ja gut, dann ist das so. Ja, dann sind wir zu hoch. Dann ist das so. Passt, Bäume, komm okay zurück. Brauchen wir jetzt hier nicht durch die okay Gegend springen und Sniper-Spotter-Team spielen. Komm zurück, Bäume.
Ja, 2-1 mit Meldung zum Scharfschützenmarker. Eigene Position zu hoch. Wir haben Bewuchs vor der Linse. Keine Wirkung auf Scharfschütze möglich zu entsenden. Was? Ich stehe am Baum. Ist mir, achso, eben gerade. Ja. Ist mir aber auch schon mal passiert. Ich glaube, bei der vorletzten Mission. Na gut, gucken wir mal. Da wollte ich über den Hügel drüber und auf einmal stand ich im Hügel drin. Ja, ach, das ist auch ganz wichtig. Ja, wir gehen mal hier wieder vor auf unsere schützende Position. Noch schießt er nicht. Ja, ich hätte. Und eigentlich sind im Vorfeld, also sollten die gut rausnehmen können. Wir haben auch immer Wege gesucht, wie du da irgendwas Alpha Bravo, Meldung von 2, verstecken kannst. Position verschoben. Oder 2. Scharfschütze, auf jeden Fall neue Feuerrichtung, gebe ich gleich nochmal durch. Entweder. Meldung wahrscheinlich gleicher oder neuer Scharfschütze, Position gleich durchgegeben. Ich sehe hier nur Bäume. Ich sehe nur eigene und nach gestern habe ich gelernt, die darf ich nicht beschießen. Wie, seit gestern? Hast du das erst gelernt? Das war richtig so. Ja, warum war ist das so? Ja, frag Moma, ey. Was habt ihr gemacht gestern? Fallujah gespielt. Ah, okay. Er ist dann großartige 4 oder 3 Missionen in Folge sauber durchgekommen. Geil. Liegt auf dem gut. Stein. Ach, auf dem Stein ist er. Sehr gut. Mit dem Unterlauf schon mal. Meldung vom Manuel-Beschuss. Rechts von uns. Der kommt da, wo wir hergekommen sind. Erwischt. Achtung! Grad. Zeig Mike rüber, da das ist ungefähr 50 Meter, 50 plus und dann rüber da auf die Steine. Mach den mit Mike frei. Ja, ist korrekt, Schütze zu. Ein bisschen höher, damit das schön runter droppt. Nordost. Vorsicht, Bravo schießt Mike. Launchchen weiter. Bis jetzt ja. Und ticken nach rechts. Das war sogar alle da, oder? 15 Meter weiter. Rechts läuft er. Der umläuft uns, der Hurensohn. Okay, Bravo hält ja, läuft uns recht umfassend. Sicherung Position, Sicherung Nord, Nord-Nordost. Alpha versucht auf den Feind vorzurücken. Dazu Alpha fertig laden. Checkt nochmal, ob die Munition, ob die Magazine alle voll sind und dann nimmt die Feindposition. Er sitzt auf 095-093. Wir gehen mal auf alte Position zurück, lass das Ding mal Alpha machen. Der umläuft uns vielleicht, Rock. Dann wechselt er uns an. Ja, das soll Alpha machen. Wir haben jetzt die Position bekommen. Erstmal. Aber verlegt jetzt Richtung 040. Ich hab einen Kopfschuss, ich muss mich erst dazu machen. Ja, dann bleib du zurück. Bleib du bei Bärchen. Warte, ich mach schon. Ach, danke. Deadshot, dann renn du bitte den Jungs mit. Ja, ich schick dir Deadshot mit. War das unsere? Ja, du, komm mal mit deinem Gewehr her, Richtung Nordwest wieder sichern. Wo sind die jetzt vorgelaufen? Wo bist du? Fertig. Danke. Ja, und dann Richtung Nordwest. Dass wir die Sache nicht vernachlässigen jetzt. So, soll ich hier bleiben oder zum Jason? Ja, ich hab jetzt Deadshot mitgeschickt. Okay. Okay, kann losgehen, Rock. Wie schaut's bei dir aus? Ich wurde getroffen. Ich habe mich verbunden erstmal mit. Das hält jetzt mal 20 Minuten. Meldung Rauchweiß in 285. Ja, das ist genau da, wo der ist. Machen wir jetzt PvP-Event hier. Komm her, ich krieg dich. Komm, den machen wir fertig. Gehen da jetzt hin und machen den platt. Wir überwachen jetzt das Vorrücken von den Jungs. Die gehen jetzt das Ding vor. Ich guck weiter Richtung Nordwest, oder was? Oder? Ja, einmal bitte mit dem Nordwest, dass da nicht sonst nochmal durchrutscht. Ist down. Ein 280 sind eigene, korrekt? Ja, positiv. Ok, ich komme wieder zu dir. Seh dich.
Ja. Achtung, anscheinend ist sowas bei 340 noch. Irgendwas raucht da hinten. Ich gehe davon aus, dass es Feind sein wird. Ah, ich habe einen Schützen in 308 von meiner Position aus. Ist das, sind da eigene Kräfte? Hallöchen. Ja, ja, wir haben eigene schon dort. Maximal zu weit ist 308 und von 308 weg nach rechts. Also alles, was Richtung Norden geht. Ah, muss ich die Position wechseln? Das. 308. Ja, wir haben, noch eigene, wir haben noch eigene, das ist das Ding. Ich hasse diese Hügel-Wald-Gedönslandschaft. Ich nehme vorne an den Baum. Nee. Copy. Zu weit in die rechte Flanke. Komm mal, kommst du hier mal mit her? Hier? Ja, okay, scheiße. Ah, da habe ich gerade schon geguckt. Das ist. Ach, ficken. Da hoch wollte ich jetzt nicht unbedingt. Das hat sowas vom Präsentierteller. Ist der Ding ist gerade eingedrückt, der reingefallen, ne? Okay, dann geht er nicht rein. Der Himmel hat er gerade drin gesteckt. Ja. Ja, wir bleiben erstmal hier, weil das ist ein bisschen zu weit vorne. Wir warten mal, bis die anderen zurück sind. Ja, hört, komm. Bommel. Hier? Komm mal zu mir. Richtung 325 Nordwest. Da wurde anscheinend zuletzt Scharfschütze gemeldet. 325. 0915 somit. Ich weiß nicht, meins. Genau, 325, circa 170, 190 Meter entfernt. Ich meine, hier sieht man nicht viel. Aber dort wurde vorhin noch ein Schütze gemeldet. Vor circa 5 Minuten. Kommen wir da irgendwie mit dir? Kannst du da irgendwie Dinge tun? Ja, ich gucke, aber man sieht nicht viel, ne? Pass auf. Dann, wir haben einen AR und einen GR im Rückraum. Geh mal an den Baum vor. Du machst einfach Versuchskaninchen. Da, guck mal. Meinst du mich oder was? Nee, mein Bommel. Wo bin ich? Baum? Nee, da vorne, direkt Richtung Nordwest. Okay. Tschüss, Bommel. Viel Spaß. Ja. Ich muss mitgehen, ich muss ihn einweisen. Ja. Ich sehe schon, gleich kippen beide um. Wer schaltet sich dann hoch? Das ist die Frage. Wo ist Bärchen? Okay, wo willst du uns haben, Dex? Hallo. Wir vertrauen mal darauf, dass es das war und richten uns wieder Richtung Westen ausgeschlossen. Such dir was Passendes, von mir aus auch gerne mal ein Stück weiter südlich. Wir gehen einen Ticken nach vorne. So, wo ist der Rocky-Mann? Genau. Bärchen? Hier. Wir stehen gerade ein bisschen weiter drüben. Die beiden anderen haben sich heimlich darüber geschlichen. Bärchen, wir lösen dich raus. Okay.
Ja, aber du kannst den Stein ja nehmen, wenn du möchtest. Bock, habe ich Zeit zum Umpacken von Packs? Ja, mach am besten eine Sicherung. Am besten da so eine Ecke. Du also. Wenn ich hast einen kleineren noch bekommen. So. Eigene Leute rücken vor. So, für dich mal so auch diese Richtung, da wo wir gerade hergekommen sind, 304 so, dass da eigentlich sollte da nichts rüberkommen. Ja. Mit Betonung auf eigentlich. Eigentlich. Eigentlich ist aber ein guter Wert, um zu sagen, ja, vielleicht nein. Oh ja, aber nein. Das ist eine Schlange. Oh, eine Doppelschlange. Die schlängelt sich doppelt, oder was? Ja, das sind zwei verschiedene. Zwei Köpfe, weiß die Richtung nicht. Nee. Viecher. Ja, ich glaube, falscher Funk kann das sein. Also ich wollte mal kurz Update. Alle außer wir haben jetzt schon die Faceline Bravo überschritten und Teile von 2.4 und 2.7. Dexklett ist, glaube ich, gerade ab, dass wir nicht nachziehen können und auch wieder auf Anhöhe des Platoons kommen. Die sind nur so weit gekommen unseretwegen, ja, weil wir da noch nicht bekämpft haben. Good job. So kann man sich das auch schön reden. Ja. Gut, Munition checken. Ich würde auch noch mal kurz. Wie lange brauchst du noch für dein Gurt? Einen noch. Einen noch, okay. Ich würde auch noch mal kurz repacken. Hier Bravo, ca. 3-2 Mike. Dann sind wir abmarschfähig. Ich gucke jetzt auch auf die Uhr. Gibt's ja nicht. Mir ist gerade beim Nachladen ein leere Magazin weggebackt. Ach nein. Doch. Scheiße. Puh, Alter. Vor uns was los. Aber da geht's gleich hin, da wo die Tracer klatschen. Nach rechts. Hey Rock, ich bin ready. Du bist ready? Gut. Dann kniff dir wieder in die Pfoten. Der braucht ja noch 5,56. Ich habe noch einen Gurt mit 101 Schuss, den könnt ihr theoretisch haben für die Magazine. Nein, ich habe noch Päckchen dabei, notfalls. Bald das Ding erstmal für dich. Hast du ja ein Softpack zum Nachschmeißen, reinschmeißen, 100 Schuss notfalls. Ja, alles gut. Ich will jetzt nur nicht ewig lang packen. Ich habe jetzt 4 Packs voll. Ja, ja. Ja, easy. Gut. Deadshot, wie schaut aus? Gib mir 5 Sierra. Bravo und 5 Sierra auch. Stunden, oder? Sierra. Ja, auch fertig. 5 Stunden. Gold Bravo ist ready. Boah, so 5 Stunden nachzuladen. Ja, so. Und den will weiter haben. Checken hier. Okay. Bravo macht erstmal Sicherung. Alpha versucht im besten Fall im Sprung auf Marker 2-1 vorzukommen. Alpha vorwärts Marsch, Marschende. Wir sehen mal ganz kurz das Vorgehen vom Alpha-Team. Wir gucken mal ein bisschen nach Norden, dass da keiner guckt. Ist bei einer Granate geworfen? Ja, mach ruhig. Bei Evil Smoke. Ja, ich muss jetzt umschalten, um. Ja. So, Bände muss wehtun. Ja, nee, den Schub zieht mir nicht an. Also, Fehlschuss, maybe ja, aber auch nee, aber Granate, das ist no. Also, wer das, überwacht wer das mal bitte weiß. Alpha schön, dass die jetzt dann Interesse bekommen. Gucken gerade schon Richtung Nord. Hast du Alpha optisch? Weil ich hab's ja nicht. Ich guck hier nur auf dem Hügel. Nö, ich hab's auf CTAP. Darf ich da Alpha-Position erreichen? Auf geht's. Inne. Gut, wir ziehen ab Richtung 290 auf Marker 21. 2 geht. Stimme. 3 geht. 4 geht, Trupp geht. Hey, Vorschlag, ich würde gerne ein bisschen nach rechts abdrehen, gleich wenn jetzt Schüsse von rechts kommen. Ja, machen, nicht zu weit exponieren, dass wir nicht gleich wieder liegen. Ja, so mit. Ah, Bravo mal Set.
Bravo, ich melde mal, wir haben so eine kleine Senke dann vor uns und Buschwerk voraus. Jason, komm noch mal zu mir. Guck mal mit deinem Fernglas über mich rüber. Mann, armer ist AIDS mit diesen Auflegen, ey. Ja. Da sind so komische Baumstämme aufgestapelt. Ich weiß es nicht. Sieht halt schon fast wieder aus wie so ein Grabensystem. Eigene Truppen in 3-1-0. Ja, ich hab erkannt. Der Shot, schau du mal straight Richtung Nord, Alpha, Richtung 0 bis hin. Ja, komm mal direkt zu mir. Und du hältst mal schön die Senke, Manu, ne? Manuel, sorry. Manuel, das ist was. Was meinst du, 3-4-0 die Senke, oder? Versuch mal zu erreichen. Ja, genau, alles, was hier vorne direkt ist. Ja. Copy. Weil eigene haben wir jetzt genau Schulter in Sicht auf 2-8-0, das heißt, da könnte Feind herkommen. Ja, hab ich. Hab ich optisch. Pass auf, Alpha ist jetzt Oscar Mike gleich. Ich hoffe, dass keine endgültige Blocking-Position für uns ist, weil die relativ scheiße ist, Dex. Also, spätestens wenn wir da vorne sind. Also, nee, warum, der kommt ja gar nicht. Die wollen darüber. Das könnte entweder feindliche Artillerie sein oder Thunder. Aber da ich Thunder nicht durchgegeben wurde, ist es feindliche Artillerie. Klassenmunition oder was? Ja, die Scherber schon bei Kurban, wenn da noch ein Sound kommt, dann ist er ober. Das Ding klatscht ordentlich, denn. Oh, da fliegt Tracer. Alpha, oder? Könnt ihr von da unten überhaupt irgendwas sehen? Ich kann das nicht richtig einschätzen da. Ich brauche mal dein Auge und deine Einschätzung jetzt. Es geht genau dahin hinter dem Busch. Ich sehe nichts. Ja, daran kannst du schon gewöhnen. Man sieht meistens nie was. Trotzdem ärgerlich, Mensch. Ja, ja. Wir sind Tick und ich bin Tipp. Ja. Ups, im Busch. Alter, was scherbelt denn da? Ja, ist verstanden. Frage. Links von dir. Hast du da die Möglichkeit, nochmal ein Stück den Hang hoch und dann dahinter Hang zu liegen? Da sind, glaube ich, schon eigene. Wo ist der? Der ist da hinter. Länger hinter dem. Schmeiß noch eine Mic darüber. Was sind das? 100 Meter weniger, 70. Drop mal einer hinter, wenn du ihn gesehen hast. Leute, wir Bravo, wir haben Kontakt. Du musst weiter. Richtung Nord. Wir schießen oder bekämpfen gerade mit Mike. Das war besser. Alpha für 20. Mach noch eine, vielleicht schieße ich ihn weiter und dann erstmal einstellen. Wieder auf meine Position. Mach dadurch dafür einen Bogen über Süd. Ja, so einen leichten, ich zeichne euch den ein und dann kommt ihr hier hoch auf die Position, wir machen uns hier oben breit. Jetzt vor 27. Also dadurch, dass wir jetzt eh schon hier vor dem Kontakt stehen, sobald ihr was seht, Feuer frei. Ja, das ist Information. Wir können jetzt nicht weiter aufschießen auf eure Position da oben, weil alles zu dicht. Ich bleibe auf meiner derzeitigen und ziehe Alpha und Bravo hier zusammen, versuchen dann Richtung Nord aufzuklären. Mal kurz ein bisschen weiter nach oben, wartet mal hier. Genau, wir müssen mal eine Position für Alpha finden. Gut, Bravo, verschiebt euch mal ein bisschen weiter Richtung Osten. Wir haben, werden uns hier Richtung Nordosten ausrichten und haben schöne Einsicht auf Strahl. Bitte. Stimme, da kommt der nächste.
Straße. Bärski. Bärski. Habe ich Bärchen im Schlepptau? Die saß gerade noch unten. Bärski für Rock. Bärski. Bärchen für Rock. Hört. Hast du meine Meldung mitbekommen? Verständlich, ich war gerade beim Nachladen. Außerdem muss ich mich neu verbinden. Aber ich bin gleich da. Sehr gut, alles klar. Dann frage ich schon mal nach Medic für dich an. Dex. Medic hat ein Aua. Audio. Du hast gesagt, Medic der Baum. Medic. Meldung, Audio. Ja. Gegnerisches Audio. Gegnerisches Audio. Du hast eine Anarchie gerufen. Manuel, komm mal mit hier. Nicht da. Hier am besten. Welchen, wie eilig ist es denn? Nicht sehr eilig. Ich hab Kicklots noch ausreichend. Okay, alles klar. Wo ist jetzt Rock? Jason? Da hinten, Rock. Manu, da hinten. Der wohl so komisch zappelt. Wo da hinten? Kobi. Schau mal, ob du hier die Steine nutzen kannst. Ich weiß, wird vielleicht nicht ganz so gut funktionieren. Richtung Nordost, Nordwest, oder was? Nordwest, wir machen den Nordwest. Ja, nee. Achtung, möglicher Feind, Scharfschütze wird sich... Wird direkt auf uns auflaufen, möglicherweise. Den, ach, jetzt laber ich den. Also, wurde gerade gemeldet, feindlicher Scharfschütze ist nicht mehr in Sichtweite und letzte Bewegungsrichtung sei Südost gewesen. Ergo, er könnte hier aufschlagen. Achtung. Das wäre so geil, der kommt hier raus, geschossen. Brapp, weg ist er. Mhm, oder er macht Brapp und wir sind weg. Wenn Scharf jetzt Brapp macht, dann versteckt mir Fragen, Alter. Was redet der für Waffen? Schnell nachladen. Minigun. Ja, ja, genau. Welchen bist du da? Hier. Möchtest du mich weiter vorne haben? Das kannst du entscheiden, ob du jetzt da von der Tanne aus laufen möchtest, oder die Birke und so ein bisschen Unfallholz. Ich bilde mir ein, ich habe hier ein bisschen Deckung. Ich könnte einen kleinen Graben graben. Also ich sehe dich nicht, wenn du das meinst. Du bist voll getarnt. Ich hin. Oh. Ja. Nee, meinst du, ich soll einen kleinen Graben mal probieren? Oder bringt das nicht? Wir haben jetzt eine Working-Position eigentlich. Könnten wir eigentlich machen. 2-1, bravo. Also hier so direkt. Auftrag ist ja jetzt hier Blocking-Position errichten, richtig? Komm. Right, right, dann lass ich mal Creme ausheben, wa? Graben. Ja, wartet mal, genau. Ausrichtung, alles was richtig so richtig. Ja, gucken wir gerade hin, was haben wir hier. Das müssen wir mal gut schauen. Ja, von Nord nach Nordwest, dass wir auch so den Block in Position auch halten können. Weil diesen Trichter haben wir ganz schön. Ich klicke auf die Karte hin. Fix vorne mit, damit wir schneller fertig werden. So, Boys, wenn ich ausfalle und denkst, es nicht zu erreichen, also ihr habt den gerade nicht, meine 343er ist geshared, also geteilt, damit erreicht ihr dann Alpha oder Dex halt. Und wenn gar nichts geht, Kanal 60 ist Notfallkanal, ne? Oh.
als Frage. Ja. Ist nicht Alpha Bravo plus 2-1 auf Block 2, Kanal 1? Das ist richtig. Du könntest also quasi, wenn du die Tastenkombi kennst, einfach schnell umschalten mit deinem Funkgerät. Wenn nicht, dann, wie gesagt, habe ich mein Funkgerät geteilt halt nochmal. Ja. Weil somit hältst du ja immer noch die Brücke halt hoch, also wenn ich in der Nähe liegen sollte. Weil somit hältst du ja auch die Brücke noch zum anderen Team halt, wegen Infos und so. Ja, genau. Situation hatte ich schon. Ja. Also es ist halt situationsabhängig, wie du es am besten machst. Das für dich entscheiden oder der Situation halt. Ja, klar. Okay, ich würde gerne meine Sicherungsrichtung ein bisschen anpassen, weil in 300 habe ich eigene, die Richtung Nord sichern. Ja, hörst du mich rein, weil ich gerade am Graben bin? Ja, leise. Ja, pass auf, du kannst dir gleich hier mit deinen Graben ranstellen, der jetzt so fertig ist, just in dem Moment. Und dann kannst du damit anpassen. Ja. Wo ist denn der Graben? Wo ist der Grabengraber? Da. Ich würde dir gerade in dem Game den Mittelfinger zeigen, weißt du das? Ich habe aber ich bin mir sicher, du hast da gerade getan. Ja, habe ich auch. Da, nimm den dafür. Okay. Also sind da die Symbolik dahinter ist klar. Wir brauchen noch so ein Mod für Gesten. Das wäre geil. Ja. Ich fand das wäre tödlich. Waffenhalt-Mod. So. Ja, dass man die in einer anständigen Low-Ready-Position halten kann und die nicht wie so ein. Denkst, ich verschwinde mal ganz kurz 30 Sierra auf Balkonien. Ich höre alles, wenn es ist. Ja, mach das mal. Und ich leg mich hier hinter. So. Einstellen. Der beste Graben, den ich je benutzt habe. Gefällt er dir? Geil, werden wir nicht hier bleiben. Ja, wie immer, wenn der Graben fertig ist, dann verlegen. Jetzt mal Hand aufs Herz, hat jemand von euch schon mal aus einem selbst ausgehobenen Graben ein Feuergefecht geführt, was länger als eine Minute gedauert hat? Okay, gut. No. Dann habe ich nichts gesagt. Aber nicht mit eurer ersten. Mit anderen Leuten. Gräbbärchen noch? Weiß gar nicht, wann das war. Vor 2 oder 3 Freitagen, da konnte man, ich weiß auch nicht mehr, in welchem Squad ich war, müsste ich nachgucken, konnte man aber unseren Weg genau nachvollziehen, weil alle 100 Meter gefühlt Graben stand. Dann ging es immer weiter. Dieses nicht Graben einstellen. Ich konnte nicht funken. Okay. Ich habe geschrien. Eigentlich nicht. Nicht geschrien. Soll ich das wieder wegmachen? Nee. Das ist für die Nachkommenden. Igel. Du warst ja gerade auf dem Balkon, ne? Ja, ich kann nur so reden. Ich habe leider keinen Funk auf Maus. Ah, okay. Das heißt leider, das wäre zu viel. Es gibt sogar Headsets, die haben Tasten an der Seite. Ja, nö, das wäre mir dann immer zu kompliziert. Dann lieber die Maus mitnehmen, ne? Ja. Also, das müsst ihr mir am Kopf greifen, wenn ich mit euch reden will. Das wäre belastend, weil da muss seine Hand von der Tastatur weg. Ist beim CQB relativ scheiße. Ja, aber das wäre für so eine Balkonnummer ausreichend. Ach ja. Endlich kann man sich mal richtig hinsetzen hier. Weil ein Graben da ist, ne? Ne, schau mal. Wohin soll ich denn schauen? Zu wem?
Direkt hinter dir. Ja, ist verstanden. Ah ja, das sieht bequem aus. Mhm. Abmarsch, Bereitschaft herstellen. Ach Mann. Steh auf. Wir bewegen uns dann Richtung West 274 Grad. Alpha führt an, wir gehen uns dann hinterher. Wo gehen wir hin? 274 Grad. 276, ja. 274 kriegen wir hin. Irgendwo die Richtung. Na, kurz hier warten. Wir warten. Seid ihr nicht schon durch, oder? Achso, wir warten auf das Go. Wir warten auf Go, ja. Weißt du schon, Dex, was in dieser netten blauen Kringel drin ist, wo wir rein sollen? Wo wir hinverlegen sollen? Das sieht aus wie ein Kackhaufen. Straßenpizza. Oh, Klempner. Wir sind Klempner vom Beruf, oder wie war das? Ja. 2721. Klingt nach Shithole Palace. Sehr schön. Shithole Palace, das ist ja, gut. Hast du mal eine Information für mich, dran? Was sich da oben in der tollen Zeichnung befindet? Komm. Das könnte auch ein Hodensack sein, aber nur einer. Oh Mann. Oh Mann. Das hatten wir schon mal so viel Deutung. Ja, ja. Der Penis, oder? Ich erinnere mich. Der Penis. Mhm. Schön, ihr macht das richtig. Die keine Karte haben, schön neugierig machen, ey. Ich wollte euch eigentlich Karte zeigen, aber wir maschinen schon wieder ab. So ist das. Ja. Nee, das macht, mal, auf, macht mal Karte auf. Okay. Warte, ich mach mal hier. Karte. Zur Info, das soll sich um ein vermutetes Sumpfgebiet handeln. Die Ausmaße sind nicht ganz klar. Von daher wissen wir da noch nichts zu. Also, außer eben das. Wenn ihr drauf seid, sagt mal Bescheid. Wo ist drauf? Alles drauf. Wir sind aktuell hier. Ja, kann losgehen. Ungefähr. Wir waren vorhin hier, sind dann hier so zurückverlegt und sollen dann hier geradeaus verlegen. Man sieht es relativ schlecht von der Dinge, aber das ist der. Das ist diese. Sprichst du, Rock? Genau, habe ich nicht gesprochen? Sehr gut. Nee, also ich habe okay, nicht. Okay, ich wiederhole. Okay. Wir sind. Moment. Aktuell hier, ne, hier so, wir legen wieder auf Marker 2.1 und von dort an werden wir dann straight Richtung Nordwest vorrücken, uns dann den hohen, quasi hohen Sack umlaufen, ja, was hier Sumpflandschaft darstellen soll anscheinend. Das ist jetzt so der Plan. Genau, das dritte konnte sich jetzt, muss ich mal kurz auf den Sitz schauen, damit ihr auch seht, wo die sind. Das dritte und erste sind jetzt auch schon quasi kurz vor ihren Markern, die haben sie jetzt hier schön so hochgearbeitet. Und Jason? Laufen jetzt auf ihre Stellung auf. Können wir kurz die Kaffeemaschine einschmeißen? Das ist soweit dazu. Fragen. Ja, wie lange brauchst du, Bommel? Ne. Ja, eine Minute, wenn überhaupt, 30 Sekunden. Ja. Also wenn von irgendjemandem von euch der Hodensack so aussieht, würde ich mal vorschlagen, zum Arzt zu gehen. Ich rede auch von einem, nur einen. Das ist... Heilsack. Das ist Heilsack, genau. Gut, dann sammle ich das Ding mal wieder ein. Allee, hopp. Wenn das halt noch ein drittes Mal passiert, Bärchen, dann müssen wir drei Kreuz im Kalender machen. Ich habe die Karte ausgebreitet, ohne eine Mauer einzureißen, ohne mich selber wegzukatapultieren, ohne mich umzubringen oder sonstiges. Ja, das hast du gut gemacht. Du willst doch jetzt gelobt werden, oder? Nee, erstmal nach dem dritten Mal. Also, wir machen das heute nochmal und dann, wenn das geklappt hat, dann ist es. Fantastico. Da wird sich der komplett wegschallern. Ich sehe es schon. Naja, so, dann mal reiß es rein. So, macht euch hübsch, es geht los. Hat der mal das Kaffchen oder was? Oh, ist hübsch. Ja, noch 10 Sekunden. Finden ein Gebäude, das sollen wir erreichen und gleich einmal prüfen. Sag schon mal los. 7, 6, 5, 4, 6. 3, 2, 1, auf geht's. Sag schon mal los. Mal kurz. Bravo führt, Alpha folgt. Alles klar. Bravo mir nach, wir bewegen uns Richtung West 280. Werden jetzt 22, 23 umlaufen und wie Dex gerade schon sagte. 2 geht. Sehr gut. 3 geht. 4 geht, Trupp geht.
denkst du, ich werde die Jungs einfach jetzt die Südwestung laufen, ne? Macht nicht Sinn. Genau, die sind ausgerichtet auf Nord, Nordwest, vielleicht das auch Nordost, also sind wir quasi auf der südlichen Seite, ja. Genau. Genau mit mir rein. In von Trü. Kennt hier wieder keiner. Rex, an dem linken Stein waren wir, also an dem linken umgestürzten Baum, da waren wir zu, am weitesten. Ja, ja, ich habe euch gesehen. Also mal Dex, weißt du, wo jetzt der hinguckt denn? Weil sonst müsste ich noch weiter ausholen, weil ich laufe zwischen den durch. Olli, dreh dich mal um. Ich hoffe, das hat er gehört. 2-2 wird sich auch Richtung Norden ausrichten. Lauf mal südlich bei denen vorbei. Ja, Check wird durchgeführt. Beziehungsweise werden die wahrscheinlich gleich uns überwachen, wenn wir da an denen vorbei sind. Die wollten nur noch wandern, ja. Die sitzen hier oben aber auch. Frage, wer ist denn da jetzt in Kontakt? Leider 1 und 3, oder? Ja, übertreibt doch. Hab ich mir auch gedacht. Da kommt Freude auf. Das Haus gibt's doch schon gar nicht mehr, wenn wir da ankommen. Ja, Steffe, hab ich auch gerade gehört, danke. Alpha Bravo, Lageinformation. Das Feuer, was ihr hört, betrifft Abel 1 und Abel 3. Ich kriege auch immer wieder von oben. Aktuell wird nochmal Okay, danke. Das erste und dritte kriegt gerade von oben ordentlich auf den Sack. Anscheinend wird gleich Abel 4 auch nochmal eingebunden und Counter Battery. Oh, da vorne sind Steine, die werden wir uns auch gleich zu eigen machen. So gut es denn möglich ist. Alpha Bravo, Waffen hoch und Marsch. Im Marsch. Okay, wir gehen noch ein bisschen weiter. Ja, wir bleiben kurz stehen, machen ein bisschen Spacing. Aber wir lassen dir ein bisschen Platz. Liebevoll, wie liebevoll von dir. Bravo, mal links orientieren, Alpha rechts an. Wir drehen uns bitte weiter links rein. Höher. Wir springen jetzt auf Höhe von Alpha, Bravo. Wir werden jetzt hier halten. Das ist ein scheiß Stein. Krass. Okay. Der meint, die Schraffierung, diese Schattierung hinter uns. So. Einfach die quadratisch ist, aber kein Haus ist, sondern einfach ein Stein. Der 2721. Der Bei. Der 21 hat Stellung erreicht. Zur Information. Das rote Gebäude ist nur eine Steinformation. Aktuell kein Gebäude. Roter Rauch auf 290. Genau, für euch noch zur Info Richtung 285. Dort ist schon das dritte Hetzer am Vorrücken. Wir sind ca. 400-500 Meter entfernt. Trennung, Alpha Bravo, Lageinformation. 2-3 ist jetzt ebenfalls ausgemalt. Die werden uns hier aufhören. Und weiter vorrücken. Okay. Marschroute 2-3 auf Punkt.
sind? Eigene. Nee, alles gut. Keine mehr? Ja, sind keine hier? Okay. Rex, ich hab mal eure Marker verschoben. Das wurde schon, glaube ich, bei den Werten abgetestet. Abmarschbreitschaft herstellen und eine Marker. Durch den Sumpf? Ja, durch den Sumpf. Geil. Nö, es geht schon. Die sind mit Sicherheit nicht wasserdicht. Das sind eigentlich Wüstenkampfstiefel. Alle wieso? Hä, wieso? Meine Hikes sind auch khaki, ja, und die halten trotzdem zu gewissen Grad am Wasser ab. Können Off-Gortex sein. Alter, ist das Brainrot, ey. Er hat die Hikes. So. Rock, dein Schweiß zählt nicht. Die sind wahrscheinlich wasserdicht. Wenn Wasser drin ist, geht nichts mehr raus. Nee, also doch, tatsächlich. Also, Fahrzeug überquert schon und das hat ganz gut funktioniert. Auf. Man sollte sie auch imprägnieren. So, wir werden dem Alpha-Team folgen. Die sitzen bis weiter rechts von uns. Ich wollte auch gerade, hast du gerade, man sollte sie prägnieren verstanden? Imprägnieren. Also, ich bin sicher, dass du das eben weggelassen hast. Ich, ja. Das kam nicht ganz durch. Nee, das hat er nicht. Das hört sich aber so an. Das ist fast schon falsch. Ja. Was soll ich schwanger machen, oder wie? Ich penetriere doch nicht meine Schuhe, Alter. Was haben wir heute wieder für Themen? Ja, geh mal durch den Sumpf. Okay, direkt eine Linie. Ab durch den Sumpf. Sehr gut. Wir treiben durch die Heide, wir trampeln durch die Saat. Hurra auf, wir verblöden. Für uns bis halt erst dort, ne? Oh Gott, dann nehmen wir ich fände es jetzt so unfassbar. Eins geht. Wo geht? Geht. Einfach verschwinden. Ich hab gedacht, Zellig ist derjenige, der Brainwatch verursacht hat. Das ist hier richtig schlimm. Auch wegen Minen und so. Das ist auch noch ein Weiber, danke dafür. Nein, das war ich nicht. Das war Manuel. Psst. Huch. Achso, ich meinte, das war nicht Manuel. Das war Manuel. Also Betze, ey. Oh. Wir machen halt mit Sicherungsauftrag und übersichern das. Übersichern? Sichern das über das Überrücken oder Übergehen von Alpha. Ja, Bravo sichert. Übergehen, ja. Ich weiß schon, was ich meine. Nicht übergehen. Genau. Bubble sprechen, lernen. Na, ich bin die Renne runtergetreppt und die Wumse-Tür, ne? No hablo español, señor. Ja. Bonne Säule, Rock. Das ist der Westerspruch geworden. Alles klar, es geht los. Wir machen einen Sprung. Wir springen Alpha. Eins geht. Wo geht? Drei geht. Ja, okay, wir machen keinen Sprung, aber ja, machen wir noch nicht. Ja krass, lieber mal Energie sparen. Ja. Ist das jetzt gerade erst wieder eingefallen? Wir joggen einfach gemütlich an Alpha vorbei. Ja, bei Selig, ich weiß nicht warum. Was ist da los bei dir, Alter? Ich muss, tut mir leid. Ich habe nächste Woche ein neues Mikro. Rechts, von rechts. Sicherung. Habt ihr eine Richtung? 60. 0655 060.
zwei Personen, genau, links und rechts von diesem Stein. Wie viel Mike-Mikes hast du noch? Ja, Mike bringt nichts, da sind Bäume im Weg. Bleiben oben hängen. Noch 17 insgesamt. Check. 17. Ja, hier, pass auf. Ja, Pfeffer hat zwei über, einen links und einen rechts davon. Schön hoch, dass du tief, also dass du kurz dann da runterkommst. Ich habe Ladehemmung. Distanz etwa? Kontaktrichtung 060 wurde gemeldet. Jetzt Kontakt 050. 2 hat Ladehemmung. 070 noch Kontakte im Hinterhand. So in etwa? Ich hab's nicht gesehen, kannst du es mal machen? Ein bisschen weiter rechts. Ja, das war gar nicht, verkehrt aus. Das war doch ordentlich. Mhm. Halt mal noch. Also nicht toll, also nicht gut. Falls da nochmal einer kommen sollte, dann. Ah, ich glaub, Kontakt 045. Mann, los, lad! Das war auch klick, 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 klick. Ey, ich krieg nicht mehr geladen. Ich krieg keine Munition mehr rein. Habe ich alles schon durch. Geht nicht. Wechsel mal die Waffe. Genau, das war noch eine Möglichkeit. Er bewegt sich von rechts nach links. Nee, immer noch nicht. 6-4er, ne? 4er hast du verschossen, oder? 14. 11 insgesamt. 11, okay. Bin wieder da. Welcome back. Was für eine Scheiße. Dann, wenn du mal jemanden siehst, ey. Gerne. Was habe ich verpasst? Da liegen sie. Ich habe nichts gemacht. Ich war ausgelockt. Irgendwer spinnt da hinten rum. So, schauen wir mal. Geh mal ein bisschen hoch hier, wartet mal. Ja, kommt mal hier auf den Berg hoch, dann sitzen wir auch schön auf unserer Anhöhe hier. Wir haben ja jetzt Teile von Spur 4, die jetzt hinter uns lassen. Ja, positiv, bravo, alles bereit. Schon mal Deadshot, wo ist Rock da dann? Hi, 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 Stimme. Wir sind so ein bisschen weiter nach hinten am besten. Ein bisschen weiter nach hinten. Lade. Nach hinten, okay. Bärchen. Einmal drauf. Oh, sorry. Wir rücken ab Richtung Nord. Wir nach. Stimme. Eins geht. Wo geht? Drei geht. Krieg. Ich bin ja voll durchs Feuer gelaufen, ne? Irgendwem gerade. Regenbogen. Oh. Voraus, am Himmel. Geil, Baumbach. Er kam gerade, es war Querschläger, alles gut. Oh, fuck. Hat sie erwischt oder was? Wo? Könnt ihr was ausmachen? Ich höre es klicken. Sehen nicht. 60 irgendwie. 60, 80. Wir müssen weiter Feuer aufbauen, Alpha ist minus 1. Ich
Ja, ich habe in 060 genau im Busch, also. Freigabe 40 Mike Mike. Positiv. Bock, darf ich ein bisschen weiter Richtung Norden verlegen? Hört. Mit mir Sprung. Copy. Hier Stellung, hier Stellung. Auf 050. Bin da. Richtung. Sehr gut. Richtung 060. Ja, somit. Bis circa 090. 060000, copy. Welche Info, Rock? Eschen hört. Ja, wenn jetzt hier ein bisschen ruhiger wird, einmal zurückfallen lassen. Richtung West-Südwest, dort ist Alpha. Mo ist ausgefallen. Ja, ich bin auch verletzt, ich mach mich gerade mal schnell zu. Ja, checke ich gleich weiter. Mo 2-1 ist mit Bravo MG Set. Wir aktuell Feind ohne. Ah, so verstanden. Alpha Bravo Lageinformation 2-3 meldet, Feind nutzt auch ULG. Passt also auf. Achtung, Meldung durch 2-3, Feind verwendet ULG. Weiß Rock Bescheid, dass ich mit vorne bin? Rock bei Manuel. Meldung, Dex ist down, ich habe eine Kopfverletzung, wir liegen weiter vorne. Was soll ich machen? Soll ich ihn zurückziehen, hier bleiben? Ja, zurückziehen, ich sag Jeff Bescheid. Ich probiere es, wenn ich mich, ich bin unter Beschuss. Wie schaut's aus, was kann ich machen? Ich habe ihm gerade was gespritzt, der hat wieder Puls, der muss man... Genau, wir haben den, Dex, ja, zur Info, wir haben den Grauen gerade da, der soll uns kurz unterstützen. Wenn wir uns zurückziehen, okay, soll man ihn bitte mitnehmen. Dann schulterst du und... Okay, Dex, wir sind abmarschbereit. Manuel wird geschultert. Grauer werden ab. Rock, Waffe. Achtung, eigene Leute kommen da. Oh, er ist wieder da. Okay, er ist wieder da. 9-0. Direkt auf. Rock, langfristig bräuchte ich einen Medic. Ja, wir ziehen uns jetzt zurück. Hab ich schon durchgegeben. Eine Verwundung. Ich hab mich selbst direkt auf gefixt. Marker 1. Gut, dann auf. Wir bewegen uns jetzt zur Richtung... Lass mich gucken. 194 Süden, ca. 250 Meter. Wir fangen Alpha. Check. 1 geht. 2 geht. 3 geht. 4 geht, Drop geht. Bravo geht. Danke fürs Wiederholen. Ja, ich auch. Ja, ich frage mich, wie wir da vorne hingekommen. Ich war kurz verblüfft. Dex ist an mir vorbei, hat gesagt, mir folgen. Er lag wirklich irgendwie gut 10 Meter, 15 Meter von uns voraus entfernt. Ja, Dex ist an mir vorbei, hat gesagt, komm, folgen. Dann saßen wir da vorne in der Stellung. Dann haben wir erst noch also den konnten einen unter Beschuss nehmen. Dann kam aber von der Seite noch was rein. Dann war Dex auf einmal weg und dann hatte ich mich noch gemeldet. Und ja, dann war ich auch weg. Und ich dachte, ihr sitzt hinter mir oder seitlich vor mir. Warum mir rein habe ich geguckt. Ich so, warte mal, ich habe einen C-Tab. Ich schau mal, wo Dex liegt. Reicht im Prinzip in der Kursoffensive. Vollgas eingeschissen, wie du es nur. Wenn ich die Aufnahmen sichte, sehe ich ihn garantiert wieder, wo er war. Ja,
Ja, keine Ahnung, ich habe bloß den Beschuss mitbekommen, aber ich habe versucht, den wirklich auszumachen, aber nichts zu sehen. Nichts gesehen. Fünf vor dem Michael oder so. Genau. Wow. Einmal um uns herum geworfen. So, Bravo, nochmal Stellung beziehen, Richtung Nord, Sicherung aufbauen. Richtung Nord, Sicherung. Mal gucken. Lass mal auf, Kenneth, wir sitzen uns einfach hier hin. Und dann können wir ein bisschen nach. Jetzt häng ich hier. Richtung Nord, war Richtung Nord richtig? Ja, so, ich gucke hier nochmal, setze euch erstmal hier hin, ich schau mal ganz kurz. Ja, doch, Nord wäre schon am geilsten, weil wir haben jetzt im Nordwesten ab 3-2-1 alles, was denn von da an weggeht, weiter nach Westen, sitzt das dritte. Ja, Nord ist schwierig. Ansonsten macht das mal Repacking, schaut, was ihr alles noch so bei euch habt. Nutzt erstmal kurz die ruhige Sekunde aus hier. Das mache ich nämlich jetzt auch mal, ob das rumgeknallt. Manu, da warst du auf einmal alleine. So ein Mist. Ey, erstmal habe ich noch irgendwie weiter mit dir gesprochen. Habe irgendwie gemeint, okay, du liegst, habe ich noch Meldungen abgegeben, aber dann lag ich auch schon fast. Hast du ja noch mitbekommen, glaube ich, ne? Ja, ich habe das gehört, genau. Ich hatte gerade vorher gemeldet, dass wir vorne set sind, beide angekommen sind. Ja. Dann, das habe ich nicht mehr mitbekommen, dass du mit Manu vorgegangen bist. Ich war nachher verwirrt, dass ich so weit vorne lag. Ich dachte, es wäre ein Bug oder sowas. Okay. Aber die Meldung kam, das ging ja, ne? Dass wir zwei vorne sind und dann war ich auf einmal weg. Ja. Weiß aber auch nicht, wo der herkam. Ich glaube, von der rechten Seite irgendwo, war sicher, bin ich mir nicht. In diesem Berg da irgendwie hoch, da oben saßen die. Auch gar keinen Plan, wo der herkam. Hat der gesagt, der will aufs 2-1 schießen? Ich glaub, wenn ihr durch seid mit Repacken, dann sag mal Bescheid. 2-1 runter. Ajo. Brauchst du noch ein Softpack? 200 Round? Dann pack mal hinten rein, bitte. Oha. Viel Spaß. Danke. Sag mir bitte, dass das unsere ist. Ich habe keine Info, dass irgendwie Thunder schießt, deswegen. Und es ist kein TRP eingezeichnet da vorne. Also doch, da ist TRP eingezeichnet, aber das war nicht eigen, weil da noch das dritte rumeiert. Die kriegen gerade wahrscheinlich schön auf Kiste. Wie schaut's aus mit Repacken? War ich fertig? Fertig. Okay. Die müssen gar nicht. Was machen die denn? Schmeißen die mit Stein oder was? Die machen das nebenbei. Deswegen brauchen die immer so lange, bis irgendwas passiert. Ja, alles gut. So, ich pack das Leere jetzt rein und dann bin ich fertig. Das Leere, das Angebrochene. Ready? Dex, sie sind wieder knallfreudig. Wir können. Braucht noch irgendjemand bei uns 5,56? Ich hab noch 4 Boxen, also noch komm ich hin. Das finde ich übrigens so geil, dass wir das mittlerweile haben mit, dem Packing und so. Ich hab 3 Patronen, 3 einzelne Patronen. Wer will die haben? Einer, okay. Ich habe jetzt noch 6 HIDP. Schmeiß rein, Manuel. Ja, die sparen wir uns auf für mal gucken. Warum komme ich nicht an den Rucksack? Windows-Taste, ne? Ne, einfach Mausrad. Mausrad einfach und Mausrad, genau. Oben irgendwas. So, ich höre euch, kann aber nicht funken. Ja, ich bin mal kurz auf Balkonien. Ja, wo ist drin? Jo. Viel Spaß damit, das ist wahrscheinlich der dir das Leben rettet, die 3 Kugeln. Ja, bestimmt. Ich sag Herbert, ich hab noch ein Gurt für dich, gell? Also ein Softpack. Bei der Brausen. Also
Bärchen? Ja. Brauchst du noch einmal Kochsalzlösung, 250 Milliliter? Ich habe irgendwie zwei 500er und ein 250er mitgenommen. Du kannst mir das gerne geben, wenn du das nicht brauchst oder willst. Ich bin nur um. Brauchen du es nicht, aber vielleicht später. Hey, bist du schon zu dem Doktor gekommen? Nö. Jo, ist drin. Alles klar, danke. Dex, bist du ein Schreiber? Ja. Cool, cool, cool. Klär ich ab. Cool. Die liegen am CCP alle da oben. Mal faul am Rumliegen. Welchen, sonst geh einfach mal mit zum CCP und versuch mal, ob du da einen Medic mit abziehen kannst. Oh fuck! Ui. Incoming! Ist nicht so vordringend hier. Beschuss, von wo? Aus Norden? Nordwest würde ich sagen, oder? Ich weiß, aber der Rauch ist, glaube ich. Ne, das sind eigene. An der Häuserkante, aber ich kann nicht erkennen, ob das eigene sind. Links von der Häuser. Eigene. Okay. Das kommt irgendwo von 3-2. Ja. Komm mal mit, wir gehen mal auf den CCP, die hatten gerade irgendwie den Einschlag. Rock hast mit, ne? Jo, ich hab mit. Das war UGL. Ziemlich sicher. Ja, die haben am CCP Rügel reingekommen. Ist ja gleich hier vorne rechts. Also Richtung Nordost. Bock ist jetzt links von dir an den Baumstamm, ne? Ein bisschen ab, aber in der Nähe. Apropos Baumstamm, die gehen mir hier ganz schnell auf den Sack, die Dinge. Schrei nicht so laut. Dafür nehmen die aber mit ihrer Geschwindigkeit ganz schöne Verluste in Kauf, also wie ich das mitbekommen habe. Da muss es öfter schon hart Ausfälle gegeben haben. Die kommen zwar gut voran, aber auch dementsprechend unter. Gibt's in 312 auch eigene Kräfte? Check. Und in so einem zwischen den Pinien und so einem umgekippten Baumstamm siehst du, das sind aber eigene. Du. Alter, die kriegen ja richtig viel. Ich hab jetzt die komplette Sicherungsrichtung, hab ich eigene, ne? Die kriegen gerade ordentlich Ärger da vorne. Was das ist. Was Teufel ist das? Oh, da liegt auch Elbe 6. Cluster-Munition. Nee. Das oh, ich glaube, er hat mit Cluster-Munition, würde ich sagen. Die bewegen sich 3-4, 3-1. LB6 bewegt sich auch wieder. Also ich wüsste von hier aus ehrlich gesagt nicht, wo ich hinfeuern soll, weil ich habe überall eigene. Außer in dem ja. Kanal so um und bei 3-1-2. Ich sag mal so von 3-2-5 Nordwest bis 3-5-1.
echt das Spiel gerade, der gekriegt haben. Echt, den hast. Aber so richtig. Was macht's vor Bravo? Oder? Das ist links neben dem Scheunengebäude siehst du zwischen den so, das erste lässt sich gerade wieder zurückfallen, warum auch immer. Also anscheinend bewegen sich da noch einige vom Dritten, die haben anscheinend ein bisschen Glück gehabt durch den Impact. Also scheint nicht ganz so böse ausgegangen zu sein für die. Ich habe keinerlei Lagebild, keine Informationen. Ja, ne, wir gucken auch, ich habe schon ein bisschen auf den Citadel geschaut, also das dritte muss es schon ein bisschen gut weggesteckt haben, den Regen. Das erste hat sich gerade wieder zurückgezogen. Mhm. Weiß nicht, was da Phase ist. Also sie lassen sich wirklich weit zurückfallen. Mindestens 215 Meter oder so, fast 300. Ja, wir sieben und... Was macht ein Högi und Dings da? Na, wie heißt er? Lennart. Ist die in 310 auf dem Stein? Das war jetzt eine hypothetische Frage, was die machen, oder? Nee, die, also wenn ihr das sehen könnt auf CTAP, muss vorstellen, das erste, also Högi und Platoon Medic sitzen, oder Company Medic sitzen da irgendwie ganz alleine auf irgendeiner Ecke. Während das erste sich zurückzieht, ca. 150 Meter, fast 200 Meter entfernt von denen. Wenn die down sein und die werden unter Beschuss stehen. Sehr gut. Führung weg. Nee, sie bewegen sich. Oha. Sie leben anscheinend noch. Entführt reicht nicht. Nein, das braucht Sinn. Aber das werden wir eh noch nicht.
Abschuss claimen wir. Fertig, dann sind wir fertig. So, wieder so. 3-3-0. Guck mal noch weiter in die Richtung. 3-3-0. Da, wie gesagt, der Kraft hier. Abmarschbereitschaft herstellen. Ja, somit. Wo geht's denn hin hier? Interessant. Neue Marker ist Richtung Nord 340, ca. 380, 390 Meter entfernt. Mhm. Wir werden jetzt praktisch im Schulterschluss. Moment, Funk. Denkst du, wir machen heute auch noch was? Warte mal kurz, Funk. Okay, wie angekündigt, werden wir gleich Richtung Nord verlegen, auf neuen Marker, der sich auf 354 befindet. Hört ihr Jason? Nee. Ja, auf jeden Fall, da wo wir jetzt gleich vorrücken, soll sich auch der Konvoi befinden. Das dritte wird ebenfalls nachgezogen zu unserer linken Flanke, also alles was Richtung Nordwest geht. Wisst ihr was? Karte hier, zack. Machen wir bap, ausrüsten. Und warte, das dritte Mal, ich muss nach oben gucken, sonst verletze ich mich. Hüpp. Gut, 3-4-3, Bärchen, du kannst Kreuze machen. Bärchen, Karte. Kreuze? Drei Kreuze, ich habe dreimal die Karte ausgelegt, ohne dass was passiert ist. Bin drauf. Check, check, check. Haha. Ist ja doll. Okay, wir sitzen aktuell hier, ja. Bewegen uns jetzt. Richtung Nordhoch, dort wo unser Marker ist. Wir werden das letzte Element sein, was davor rückt. Das dritte wird sich linksseitig von uns positionieren und damit zu unterstützen. Vermute wird auch hier der liegende blieben Konvoi. Das zweite wird dementsprechend 2-2 wird in Sicherung Richtung Ost durchführen und 2-3 wird nochmal als Security-Element dann Rücksicherung einnehmen. Dieses TRP A3R1, A3R-1 ist gesichert, oder? TRP Ables 661, meinst du hier, das hier? Genau. Ja, ja, da ist gerade das dritte durch, das war auch da, wo die auf den Deckel bekommen haben. Ne? Also wir sitzen gerade hier. Aha, okay. Das ist aber nicht das, was wir sehen, oder? Nee, wir sehen doch, das ist das, was wir sehen. Also ich dachte, wir sehen das TRP Alpha 6-1, oder? Ja, das hier, ja, hier, das. Ach so, und ich meine, das Alpha 3, Radio minus 1. Das wait genau. Wait a second, kann ich gleich sagen. Ich denke, darum wird sich das erste kümmern. Soll nicht unser schön. Problem sein. Das dritte und das erste haben da, sind da eher dran, ne? Weil wir, die bewegen sich jetzt, das dritte bewegt sich jetzt quasi hier vom TRP Able 6.1 hoch. Das erste zieht hier nach, unterstützt dann und drückt hier rein. Und wir machen entspannten von der Seite und gucken, ob wir hier vielleicht den liegenden Konvoi finden. Okay. Hoffentlich schießen wir uns dann nicht gegenseitig von Haufen. Wenn alle in die richtige Richtung gucken, sollte das nicht passieren. Hoffentlich. Ne Bärchen? Ja, du mal so nebenbei. Ja. Ich sag nur. Ja, ich hatte lange keinen Friendly Kill bekommen. Ja, vor 2 Wochen wäre das so beinahe schief gegangen, ne? Ja, das stimmt. Da wäre es fast schief gegangen. Guti. Okay. 2-3 hat sich schon bewegt. Die gehen jetzt auf Position. 2-4 zieht nach. 2-7 ist auch schon Oscar Mike. 2-2 bewegt sich auch gleich. Es kann sein, dass wir auch gleich dementsprechend losmarschieren. Ich guck mal. Ach ja. Okay. Wir rücken ab. Wir folgen einfach Alpha. 1 geht. 2 geht. 3 geht. 4 geht, Trupp geht. 4 geht, Trupp geht. Bravo geht. Er möchte dir sein bestes Stück präsentieren. Rücken, genau. Das ist in dem Alter schon. Der hat eine MSG.
schöner, wenn ich so ein Hindernis laufe. Hä, erzähl doch nicht. Denk mal an die scheiß Berge. Damit ihr selbst gelaufen seid und nicht euer Avatar hier. So lange weh zu drücken geht ganz schön auf die Muskulatur. Das fühlt sich fast zu ähnlich an. Plus Stamina, die dann extrem runtergeht. Okay, wer clever ist, belegt sich Hotkey, ne, und so. Oder Makro. Kennt ihr diese Dinger von Disney, die man richtig laufen kann? Nee. Von Disney? Wir arbeiten gerade an so einem Laufband, aber in dem man in alle Richtungen laufen kann. Also, was sagt mal gesehen für GTA, oder wie heißt der komische Streamer, der auch den ganzen Ego-Shooter streamt, oder YouTuber? Ja, keine Ahnung. Denkst du in so einem Gatter dran, ne? Irgendwie so im Kreis und oder was so ein rundes Rondell ist? Keine Ahnung. Rundes Rondell, ja klar. Alter. Eckige Ecke. Das, was die machen, ist so ein Scheibchen, die sich drehen. Und dann drehen die sich immer genau so, dass du immer in die Mitte zurückgeschoben wirst, wenn du läufst. Ja, so wie beim. Wie heißt das? Holodeck? Die bringt man nach rechts aus. Okay, Bravo, versuch mal rechts. Aber irgendwann laufen wir alle, aber wirklich. Mal Herbert, ich schau mal kurz, ich kotze dich kurz. Richtung 340 ist eine Hütte. Achte drauf, linke Grenze, alles eigen. Okay, ich schau mal so Richtung Nordost, 050, so ein bisschen in die Richtung. Wir haben jetzt eigene auf 355, das ist... Erste, wie ihr korrigiert, das dritte, wie gerade schon angekündigt, dass die linksseitig von uns sind. Im Endeffekt, also da vor uns läuft komplett das dritte. Wenn die das nicht gebacken kriegen gerade, dann weiß ich nicht, was wir hier machen. Ja, die verschieben jetzt auch. Wenn wir vorne sind, einmal Hand hier ausrichten, dann soll ich dann andere Vorsicht. Ja, Bommel Richtung 345 habe ich einen Eintrag für eine Scheune, ja. Okay. Wie sagst du? Richtung alles, was so bei 0,20 beginnt und bis 0,60 geht. Achtung, eigene auch noch auf 0,84 Osten, da sitzt 2,2. Wir sind jetzt hier auf dem höchsten Punkt mit 17, über 0. Alles um uns rum ist ein bisschen tiefer, können wir auch hier bleiben. Könnten höchstens noch einen Ticken nach vorne verschieben, da wo die Bäume sind, also die zwei Bäume da, da wird man ein bisschen mehr in den Vorderhang sehen, aber das alles. Also wir bauen Sicherung Richtung 290 Grad auf, das ist schon fast Westen, ein Ticken nach links. Ja, genau den Baum davor. Sollte Abelt rein nicht links Bommel uns stehen? Zwei, ja, zwei, tun sie auch. Also wir sind jetzt quasi auf 003 wo Grad Norden, wir sind jetzt ca. 230 Meter entfernt. Wir gucken einfach mal straight Richtung 40, so, also was da so ist, weil da haben wir die Gap zwischen... Okay. Achtung, neuer Auftrag. Okay, wir verlegen auf Marker Richtung 344 Grad und sollen dort das Teil vom dritten rausdrücken. Entfernung ca. 220 Meter. Ja, ich bin drauf. Ich bin gerade Querschläge rein. Sehr gut. Decks gleich. Jetzt. Okay, und los. Wir fangen einfach Alpha. Eins geht. Wo geht? 3 geht. 4 geht, Druck geht. Ja, das ist ja ein bisschen hart, aber
Gerade ein ganz blödes Gefühl. Rock, ich habe eine Frage. Also ich frage für einen Freund. Warte mal kurz, Funk. Jetzt nochmal. Ich frage noch einen Freund. Frag ihn vor mir. Der hat gesagt, wir müssen da hingehen. Ich folge bloß dem, der vor mir läuft. Also, kurz für euch zur Info, Abriss, also anscheinend... Der Marsch. Also anscheinend sind da noch feindliche Einheiten, die den Konvoi beschützen. Der muss halt irgendwo da vorne herumstehen. Ich schieb mich nach links rüber. Check. Ja, schieb mal. Da vor uns ist das komplette dritte Platoon. Sollen wir denn da rausdrücken? Das gesamte Platoon. Das ist jetzt eine interessante Frage. Warte, Funk. Mo, hast du was dagegen, wenn ich vor dir an den Stein gehe? Ich hab da nichts dagegen. Du siehst mich ja. Gebäude, Fahrzeug mit der Erkennung Hotel Quebec Alpha 6 ist feindlich, aber nicht zu beschießen. Ja. Wollt ihr nicht irgendwas mitbeschießen gerade? Irgendein Fahrzeug, Alpha, Rote? Irgendwie so, ja. Ich hab gehört, da hinten soll es sehr schön sein. Da sollte man schön Urlaub machen können. Ja, ne? Sieht auch so aus, als wenn die Sonne bald rauskommt. Ja, ich meine ja nur, falls... Hier ist ziemlich schön ist. Ablenken. Oh, nee. Das klingt nach Fahrzeug. Ja, ja. Ich hab keinen Bock mehr. Ich würde an der Stelle nochmal weggehen. Ich glaube, der versucht auf euch zu schießen, nur der Baum hält ihn davon ab. Ja, wir verdrücken uns schon. Wir können machen, wie ihr wollt. Wir verdrücken unsere Höchstgeschwindigkeit. 2 Meter pro Sekunde. Nee. Das war ein Fahrzeug, oder Rock? Ja, natürlich. Das war ein Fahrzeug. Ja. Shit. Hat er irgendwie eine AT4? Ach nee, warte. Warte, die zieh ich mir. Die zieh ich mir raus. Dex, ich beantrage wieder eine AT4. Mhm. Haben die den Wagen jetzt gesprengt oder was? Früher habe ich mir meine geklaut und mitgenommen, wo wir sie durften. Jetzt haben sie aber durchgezogen. Musste ich abgeben, weil ich habe extra beim Equipment neben halt meine mitgenommen. Und jetzt ist gleich, nee, das muss ich abgeben. Nein. Bitte, lass sie. Durch irgendwo sollen wir, also, machen wir irgendwas oder bleiben wir hier? Also, wenn du willst, du kannst auch noch da vorne gehen. Kein Auftrag, keine Lageinformation. Ach, musst du wissen. Ja, nö, also. Das ist die Welt. Alpha hin? Alpha? Weiß ich nicht, die sitzen da oben irgendwo. Ey, Rock. Ja? Was ist grün und riecht nach Schwein? Werder Bremen? Ja, mit Zeigefinger. Oh, I, Alter. Der ist ja geil. Der ist gut, der gefällt mir. Alles klar. So, ja, komm, wir bewegen uns auch mal ein bisschen nach Norden, so 80 Meter. Bist du dir sicher? Ja, mach ich gleich, wir warten noch mal kurz, bis der hier nicht mehr auf uns schießt. Digga, du heißt Deadshot und hast Schiss, da hochzugehen. Ja. Ja, ich, oh, okay, ich das... schieße, aber okay, wir bewegen uns hoch. Werde. Am besten straight hinter mir. Beil oder? Beil oder? Beil. Hat's verfolgt. Baum. Ich häng. Alter. Bleib mal hier sitzen. Na, da vorne sitzen die anderen. Nochmal weiter. Lockt euch mal hier kurz ab, sucht euch mal eine kleine Position zum Durchatmen.
Der schießt mit der AT4, trifft nicht mal. Ja, also er hat mit der M3 geschossen. Ne? Mit der M3. Fail. Fail. Ja, letzte Woche hat sich waren sie total verblüfft, die Jungs vom Weapon Squad, dass die haben zweimal mit einer M3 auf dem Radpanzer geschossen, da wussten, und haben ihn rausgenommen und eine AT4 hat einen anderen rausgenommen. Jetzt ist Munitionsbrand gemeldet. Okay. Ja, flüchtender Feind. Richtung Nord. Direkt auf Straße. Hier könnte man eine MG auflegen, das kann die Straße, die von Norden nach Süden geht, den Hanglager einsehen. Genau. Ja, bin bei dir. Schau mal, dass du irgendwie Position reinkriegst. Ja. Straße ist Richtung 010. Achso, nicht die. Ja, hier auf meiner Position am besten. Ja. Und jetzt genau 010. Oh Gott, ja, da ist halt zu viel Grünzeug vor zum Aufnehmen. Soll ich ein bisschen drüber hoppen? Ja, da kommt gleich wieder die Büsche vor. Deswegen. Warte, ich mach sie mal platt. Wirklich, der Busch. Der Busch hier. Ich hab den Herbert aufpassen. Wo ist denn mein Rock in der Brandung? Was siehst du? Richtung 030 Feinde. 030 Feinde. Da hinter dem Hügel, da wo der schwarze und rote Rauch ist. Da läuft der nächste Kandidat. Gekämpft. Da sind auch noch welche. Der Baum. Kreuzen. Passt mir auf, da vorne läuft 3-4 rum. Richtung 5-2-8. Mach mal langsam. Ja, wir stimmen Feuer ein, dass das Bommel. Bommel nicht schießen. Bommel, wir schießen gerade auf unsere Jungs durch. Macht mal Feuer, macht mal MG, langsam. MG-Stopp. Ja, da oben auf dem Hügel sind sie noch. Das ist weit oben auf dem Hügel. Ich kann locker über die drüber schießen, nur zur Info. 020 oben auf dem Hügel. Ich guck mal jetzt das Detail. Da wo jetzt der weiße Rauch ist, der gerade hochgegangen ist. Ja. Frage, weiter bekämpfen oder stopft halten? Ja, halt erstmal nochmal. Da wo jetzt gerade frisch der rote hochgegangen ist, der Hügel. Ja. Da sind sie. Ja, das sehen aus wie Feinde, oder? Ja, also meine ich ja. Beim roten Rauch ja. Jetzt nicht mehr. Wo sind die Typen? Ja, jetzt kann man sie nicht mehr sehen. Sind hinter dem Hügel verschwunden. Ja, da ist der Rauch davor, genau. Es waren 3 Stück zusammen, das war so schön. Ja, ich glaube, weil die Links nicht die noch reinrennen. Ja, aber das Problem ist, wir haben jetzt gerade volle Kanne übers dritte drüber geschossen. Okay, Achtung, wir verlegen. An meiner Position sammeln. Wo ist er denn hingelaufen? Ach, da ist er. Ja, wir bewegen uns Richtung 035 Nordost, ca. 50 Meter voraus, da ist Dex. Heinz geht. Wo geht? Da geht. Hier geht, Trupp geht. Ein Weedfeld quasi. Oh yeah. Sie hat, glaube ich, 2 AT4s und 2 M3 gefressen, ne? Macht euch breit. Hallo! Hallo! Sollt euch mal hier eine Position? Na, vor uns sind aber auch schon welche, Jason. Ja, ich Info weiß, kam durch, alle Feindfahrzeuge wurden aktuell gekämpft. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich gleich einen Rüffel, weil wir volle Kanne im dritten drin stehen. Moment. Müssen wir da an der Straße bleiben? Naja, wir müssen, ja, das ist minimal. Ja. Warte mal, lass mich mal kurz gucken.
beauftragt. Ja, da sind zwei Fahrzeuge. Drei Fahrzeuge. Richtung 020, drei Fahrzeuge. Ja, die sollen die jetzt verminen und. Links rüber. Der ist gut, du kannst die ganze Freifläche Richtung Nordost überwachen. Wenn du dich gehockt auf den Stein hier drauf setzt. Richtung 020 ist da noch eine Befestigung oben an den Hügel. Herbert, für dich zur Info, Richtung 355 sind. Sehe ich auch, ja. Weißt du, vom Spieltechnik her, ist es eine Befestigung, das ist einfach nur irgendeine, weiß ich nicht. Das sieht aber doch schon künstlich aus, oder? Mein noch. Aber kann sonst was sein, ne? Aber ich würde schon sagen, dass das irgendwas gebaut ist. Aber was weiß man schon. Das ist genau wie das rechts daneben, sieht aus wie so ein Bunker. Ja, so ein deswegen. Dach. Fahrzeuge. Ja, ich glaube, die sollen die sprengen. Oder verbrennen, oder weiß der Geier was. Genau. Na, dann repack ich mal eben ganz kurz. Dex habe ich 30 Sierra für Kokelb. So, unser Auftrag Overwatch für EW3, die rücken vor und werden die feindlichen Fahrzeuge sprengen. Ich overwatche. Wir overwatchen. Er wird overwatchen. Blaue Fahrzeuggeräusche. Fahrzeugaudio. Wieder da. Ja, das sind die Eifel unten im Tal. Da bewegt sich ein Fahrzeug. Ja, ein Fahrzeug bewegt sich. Mit eigenen Leuten besetzt. Fahren kann er auch nicht. Das wäre so ein Punkt, den sollte man vielleicht mal ans ganze, an die ganze Company streuen. Was denn? Dass sich ein gegnerisches Fahrzeug mit eigenen Kräften bewegt. Kam gerade durch. Okay, copy. Hab nichts gesagt. Das glaube ich, das ist eine wichtige Fahrzeug, was er bekommt. Ja, komm. Weil jetzt trifft die AT4. Ich würde so grüllen, Alter, irgendwer. Irgendwer knallt jetzt drauf, ja. Die schauen irgendwie viel cooler aus als unsere. Wo weit wollen die denn damit fahren? Ach du Scheiße, was war das? Das war gerade mehr als Fehlschuss. Oder? Wahrscheinlich saß, das waren keine eigenen Kräfte. Das war der letzte Gegner, der jetzt geflohen ist. Und wir gucken alle mit zu, wie er durch die eigenen Reihen wird. Ja, das war geil. Hast du all deine Magazine repackt oder hast du vorhin abgebrochen? Hat Heidhoff gerade den Fehlschuss abgegeben oder was? Bitte? Das fühlt sich gerade so an, ich hab keine direkt Meldung. Getrennt. Ich hab gar keine Meldung. Da hat doch gerade wer geschossen, runter ins Tal, wo eigene Leute sitzen. Kommt einfach nichts am Punkt. Sondern gleich ein fertiges Softpack. Ja, das ist absolut großartig. Aber ich meine, ich habe jetzt halt insgesamt habe ich noch vier Gurte. Rock, magst du mal bei Alpha nachfragen, ob die noch irgendwie Munition brauchen? So hat sich zumindest gerade angehört, ich hätte noch ein bisschen was für MG. Munition für Gurt? Nö. Ich habe mir vorhin, ich habe bloß Herbert gesagt, dass wenn ich, ich klaue mir immer gleich ein Softpack und ein Gurt dazu, wenn wir aufmunitionieren und nicht nur ein Gurt. Weil dann fummel ich das nebenbei zusammen, ja, ja. Und dann kann ich ihm ein komplettes Softpack geben und nicht so, da ist ein Gurt.
Dann nicht, wenn ich will, der hat schon. Ja, so sehe ich auch so, ne? So eine Art wie selber fressen macht fett, ne? Oder selber saufen macht besoffen. Keine Ahnung. Haben die Gegner jetzt irgendwie schon wieder neue Uniformen? Apropos. Die hatten doch sonst immer dieses bläuliche. Tschüss. Und jetzt geht das ja schon fast in unsere Richtung, oder? Nö. Also wenn ich da von dem dieses grün bräuliche. Die Bunkerstellung vor uns, wo unsere eigenen jetzt gerade drin sind, links daneben liegt einer. Das ist mir halt schon ziemlich matschig, das ist vom Farbton her. Nö, der ist auch so. Der ist bläulich. Okay. Ja, so verstanden. Wer schießt denn da hinten? Wieso hört Papst, Alter? Das Problem ist halt, dass die Papst, wieso schreist du so? Rechts, wer ist denn da rechts? Weiß, schießt da einer auf unsere Leute? Das sind unsere, die sind oben bei der Bunkeranlage, die schießen gerade. Nee, nee, von rechts, da ist irgendwo einer. Auf den Stein sitzt einer, auf den Stein in Weiß. Ist jetzt gefallen. Ja, 070. Ja, das war äußerst mutig. Da ist 2-4, 2-4 und 2-2 komplett drin. Ja, keine Ahnung. Das? Ja. Hinter uns? 020 oben auf der Höhe. Weiß ich nicht, ich glaube, das sind Schüsse vom ersten. Das kommt vom ersten. Ja, dann schießt er wieder drüber. Ja, Achtung, hockt ihr mal ein bisschen ab. Anscheinend kommen Querschläger vom Gefecht vom ersten rüber. Ist aber keiner, Bommel, wenn du den da oben siehst, dann machen weg. Da waren gerade welche. Da, die sind gerade wieder hinter den Hügel weg. Verstanden. Ja. Achtung, feindliche Fahrzeuge rücken auf LOC Kilo südwestlich unserer Position auf Ebel 1 vor. Ja, unser Auftrag, aktuelle Position halten, Ausrichtung Nord. Der Kraft meiner Wassersuppe, Bravo. Nach Süden ausweichen, Höhe Scheune hinter uns. Von dort aus grobe Sicht aufbauen. LOC Kilo im Süden. Holy, das ist mein Bus. Oh, so mit. So, Bravo, wir verlegen mal Richtung Scheune und versuchen mal Sicht rein zu bekommen auf LOC Kilo. Und gucken, was da so Phase ist. Eins geht. Zwei geht. Drei geht. Hier geht, Trupp geht. Also es wurden auch schon Marker eingezeichnet und einer davon ist irgendwie wir ganz weit im Westen. Operation menschliches Schutzschild. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, aber ich sehe jetzt so. Ist nicht viel. Sicht ist eingeschränkt, würde ich mal sagen. Ja. Ich höre wieder Fahrzeuggeräusche. Ganz leise. Okay, wir rücken weiter Richtung Marker 2-1. Wir werden mal hier den Graben so ein bisschen beanspruchen für uns. Werden vor der Front dort agieren. Ja, brauchen Sie mit Bravo aus, Mike. Fahrzeuggeräusch richtet auf meinem rechten Ohr Richtung Nord. Direkt voraus, ne? Ja, die haben mehrere. War der Funk? Also für euch zur Info, Feindantritt auf LOC Kilo, ja, womöglich auch mit Feind. Das erste kannst du nicht ganz bekämpfen. Und wir werden jetzt mit dem gesamten zweiten damit jetzt unterstützen. Sobald ihr ein Fahrzeug seht, schreit ihr einfach, ja? Oh, da hinten raucht's gewaltig. Gehen wir ein bisschen wieder hier runter, das ist mir lieber.
ist doch bestimmt kugelfest, ey. Macht mal halt kurz. Schauen wir mal, wo wir uns positionieren. Okay, also Information durch Romeo, Feindfahrzeug bei LS Kido, kampfunfähig geschossen. Ja, wir bauen uns mal links ein bisschen hier auf, an meiner Position. 2-1, Bravo. Ich bin bei dir. Ein bisschen nach links. Das ist... Oder einfach nur irgendwie ein schlechter Garten, angelegter Garten. Komisch aus, ne? Du meinst hier Hölzer da vorne? Ja, mit den Drähten. Und in Verlängerung Richtung 299 ist... Ne, es ist ein Stein. Nevermind. Sieht aus wie die Hölzer, die hingelegt worden sind. Die ziehen sich auch am Haus vorbei, ne? Das sieht mir aber ehrlich gesagt so ein bisschen aus wie so eine Heuschober Geschichte. Ja. Aber das zieht sich ja schon. Okay. Soll ich mal hinlaufen, gucken, was passiert? Dann passiert wenigstens was, ne? Hallo. Hallo. Möchtest du damit sagen, dass wir heute wenig zu tun haben? Wir haben heute wenig zu tun, möchte ich damit sagen, ja. Wir überlegen gerade, ob das da vorne eine Heuschober-Position ist oder interessant für uns. Da sind wir angekommen. Das wird ein Heuschober sein. Ist das ein grüner Busch oder ist das ein Auto? Ja. Was, wo? Auto? Wohin sichern? Mach mich nicht schwach. Richtung 310, da ist ein rotes Haus mit schwarzem Dach. Ist da vorne ein grüner Wagen oder ist das ein Busch? Das ist ein Busch, ja, ich höre dich. Ich weiß nicht, du bist da oben nicht safe, ne? Ah, ich die habe gerade nicht. Ja, die fahren gerade tot. Warte. Das ist wohl wahr, ja. Aber durch das Holz bist du. Wir sollen uns im Exfil Able 3 gleich anschließen. Die verlegen jetzt aus ihrer Zone raus. Anschließend sollen wir den hinterher. Ich glaube, das ist normal. Über diese schwarz markierte Exfil-Route. Alles gut. 4 zu 7. Wir werden gleich im Traveling Able 3 folgen. Die werden gleich den Exfil ansetzen. Richtung 2. Security, Sword 1, Sword 2. Die Reihenfolge kennen wir ja. Selbstständig dann Marschreihenfolge aufbauen und an Able 3 anschließen. Ja, das sind eigene. Okay. Zuhört, komm. Schlesen, hast du mitgehört? Upsi. Korrektur, wir sind letztes Element hinter 1. Wir warten also auch bis 1 in die Gänge kommt. Machst du 100, 150 Meter zum vorauslaufenden Platoon. Wie gesagt, wir warten jetzt, bis Able 1 auch abgezogen ist und dann ziehen wir nach. Erstreckt sich südöstlich unserer Position T-Kreuzung. Eine schwarz markierte Doppellinie. Hast du eine Sprengung gehört? Ja, dazu werden wir gleich im Anschluss dahin verlegen. Nope. Das Company wird angeführt durch Able 3. Ich weiß nicht, das hat bestimmt nicht geklappt. So, doch, es hat geklappt. Da fliegt das Fahrzeug und wie es fliegt. Okay, für euch kurze Info. Wir verlegen gleich über die Exfil. Das heißt, wir werden als letztes Element, also LB2, wird dann Richtung Südosten verlegen. Quasi zu unserem HQ, wo wir begonnen haben. Circa 2 Klicks entfernt. Das dritte führt an, dann kommt das erste, als schlusslich kommt das zweite. Wir haben Zeit für Karte, wir treffen uns mal für Karte, ich suche euch vor. Warte, wie können wir ein bisschen runter? Kommt mal her hier. Ja, das ist gut. Beschwört er sein Glück aber heraus mit der Karte. Ja, jetzt, ich bin heute ganz mutig. Aha. Okay. 2 ist drauf. Man hört dich nicht, falls du was sagst. Ja, ich wollte was fragen. Also alle drauf, ja gut. Wir sind hier, genau, ne, Marker 2-1.
Wir werden dann hier zurückverlegen an diese T-Kreuzung oder an diese T-Kreuzung und dann über die Exfil zurück Richtung den ganzen Weg zurück Richtung HQ begehen. Also kurzer Abriss, wir sind heute hier so lang, hier so ein bisschen hin, dann waren wir mal hier, dann hoch zum Sumpf, dann waren wir beim Sumpf, dann sind wir zurück. Sümpfchen, ich korrigiere Sümpfchen. Und dann haben wir uns quasi hier hoch bewegt, wo das dritte dann hier das Fahrzeuggedöns gefunden hatte. Also dann über die Kram oder über die Senke zuletzt auf diese Position aufgerückt. Und jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder zurück. Geil, ne? Ja. Aufstellnummer. Wandersimulator. Jeder Gang macht schlank. Ich danke. Das wollte. Danke. Und der zweite, ne? Jeder Schritt hilft. Schlank. Ist aber nicht falsch. Ich habe schon wieder, ich glaube, 100 Schuss Munition verloren. Das sind bestimmt 2 Kilo. Sehr gut. Jede Faceline macht schlank. Lass mal eine Lunte an. Ja. Guckst du dir die Karte mit dem Fernglas an, oder? Ja, das ist nicht so. Das ist doch schon älter. So, aber irgendwie sieht diese Karte anders aus. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Capital Town. Ja. Zu dem Flugfeld müssen wir, zu dem großen. Ja, genau. Jetzt führ uns mal dahin. Mir nach, ich kenne den Weg. Gut, dann soll ich das. Ist noch wer drauf? Nö. Vorwärts, Männer, es geht zurück. Es passt sogar. Ja, vielleicht für euch nochmal ne, zur Info: Wenn ihr auf der Karte drauf seid, müsst ihr auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn ihr runter seid, weil wenn die irgendwer aufhebt, dann haben alle anderen auch eine Karte, die noch drauf sind. Hose runter. Und dann solltet ihr definitiv, wenn das auffällt, abgeben, schnellstmöglich. Ja, die Karte ist ja auch. Das ist ein guter Punkt, ich habe eine Karte. Echt? Ja, es ist. Süß. Lass einfach liegen. Das ist bisher nicht aufgefallen. Kann mal passieren. Weil ich das irgendwann höge immer schreibe, du sag mal, was ist denn bei dir da eigentlich drin alles? Wie hat er gesagt, das ist die Karte. So, was sagt die Zeit eigentlich? Oh, ja. Ja, sonst was macht ihr das Wochenende? Oh Herr. Ja, wird schon. Genug Alkohol hilft. Ich mach ganz spannende Dinge. Ich lasse meine Fahrkarte verlängern. Wow, tell me more. Guti, jetzt kam der Befehl, wir packen ein und gehen zu 2-3, also auf Marker 2-3. Wo ist denn der? Muss jetzt mal wieder gucken. Wieder mit dem Fernglas, ne? Ja, genau. Ach, da, guck mal, die sind zuerst von uns. 1-4-6. 1-4-6, da lang. Gut, 1 geht. Mann, diese Bäume gehen mir so. Fuck off, ey. Fuck off. Wo ist denn? Warte. Mach ihn kaputt, ich hab. Sehr gut. 2 geht, 2 geht. 4 geht. Sitze. Stehen 2? Okay. Tachchen.